unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live mit unserem Dienstagsduell. Sebastian Bonmena, hallo, und Gerald Groß sind zu Gast. Viele spannende Themen. Wir starten aber einmal mehr mit Israel und dem Konflikt, der sich derzeit leider, muss man sagen, auch auf den österreichischen und europäischen Straßen abspielt. Am Wochenende gab es heftige Demonstrationen, Anti-Israel-Demonstrationen in Deutschland. Teilweise mit ISIS-Flaggen sind da Demonstranten durch die Straßen gezogen. In Österreich und in Wien haben wir das auch mehrfach gesehen in den letzten Wochen. Was läuft da derzeit schief, dass sich solche Szenen hier mitten in Europa abspielen? Ich glaube, dass der Konflikt, dass der furchtbare Überfall und Terrorakt der Islamisten auf die Israelis zu einer Projektionsfläche geworden ist von ganz vielen Menschen, die halb informiert oder gar nicht informiert sind und die ihren mehr oder weniger versteckten Antisemitismus jetzt ausleben wollen. Ich glaube, dass wir es bei manchen, das haben wir auch gesehen bei diesen Fahnenschändungen, die ich in ihrer Symbolkraft nicht relativieren möchte, wo ich aber schon glaube, dass da nicht primär ein politisches Motiv dahinter war, sondern die pure Idiotie, dass wir sehen bei ganz vielen jungen Menschen, wenn wir nachher auch darüber sprechen, über die Situation an österreichischen Schulen, bei ganz vielen Menschen das Ganze eine Projektionsfläche ihrer pubertären Verirrungen geworden ist. Und es macht mir große Sorgen, wenn wir schon wieder dort sind, dass Menschen in ihren Verwirrungen antisemitisch werden. Ich glaube, was wir nicht machen dürfen, ist, das Ganze auf die leichte Schulter zu nehmen. Ich glaube, wenn wir sehen, dass in Wien ein Teil des Friedhofs angezündet wird, wenn wir sehen, dass Hakenkreuze wieder in Mode kommen, unter Anführungszeichen, wenn wir sehen, dass Juden und Jüdinnen wieder Angst haben auf die Straße zu gehen, sichtbar, dann muss uns das als aufrechte Demokraten ein Alarmsignal sein. Und ich glaube, dass wir in der Verantwortung sind, unabhängig von der parteipolitischen Verortung, ganz klar eine Grenze zu ziehen und zu sagen, wir akzeptieren in Österreich unter dem hohen Gut der Meinungsfreiheit zwar eine Israel-Kritik, und ich glaube, die muss auch legitim sein, und auch ich bin kritisch gegenüber Flächenbombardements, die von der UNO inzwischen als Kindergräber, also quasi der Gazastreifen wird zum Kindergrab gesehen wird. Das muss möglich sein in Österreich. Es muss möglich sein, Israel und vor allem die Taktik von Israel im militärischen Sinne zu kritisieren. Aber dort, wo es in Richtung Judenhass geht, dort, wo es plump antisemitisch und gegen eine ganze Bevölkerungsgruppe geht, dort wird der Bogen der Meinungsfreiheit überschritten. Dort ist aus meiner Sicht auch die Grenze als Demokrat zu ziehen. Und dort brauchen wir einfach viel, viel stärkere gesetzliche Instrumente, um Menschen, die glauben, dass sie mit Terrorfahnen und mit Terrorgruppen sympathisieren, durch österreichische Straßen ziehen, dass man die Leute anzeigen und wegsperren können. Und wenn sie nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, dann müssen wir sie natürlich auch ausweisen können. Weil ich glaube, das ist jetzt der Punkt, wo wir am Anfang eines wirklichen Kippmomentes stehen. Und wenn wir den verpassen und wenn wir jetzt nicht wirklich ganz, ganz genau darauf aufpassen, wo sich gerade wer radikalisiert, dann werden wir diesen Zeitpunkt verpassen und dann werden wir ganz, ganz furchtbare Szenen erleben in den nächsten Jahren. Und das möchte ich auf keinen Fall. Ist das ein Staatsversagen, das wir da derzeit sehen? Es ist ein Versagen, ein Multiorganversagen der Staaten, des Rechtsstaates und der Politik. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Politik seit 3-4 Wochen aufgewacht ist und dass sie die Fehler, ihre eigenen Fehler der letzten Jahre und Jahrzehnte erkennt. Wie Anne-Marie von einem Allahu Akbar schreienden Terroristen in einem Zug in Deutschland mit ihrem Freund Danny abgestochen worden ist, hat es keine solche Sendungen gegeben. Auch nicht bei Mia aus Kandel, auch nicht bei Maria, auch nicht bei der Armlänge Abstand, auch nicht beim Breitscheidplatz, auch nicht bei Nizza, auch nicht aus Wien. Da haben die politischen Verantwortlichen alle nicht die Lehren gezogen. Jetzt ist offenbar eine Grenze überschritten worden, die natürlich mit unserer historischen Verantwortung, mit der historischen Bedeutung des deutschsprachigen Raumes, der Länder des ehemaligen nationalsozialistischen Regimes zusammenhängt, dass man besonders sensibel geworden ist, weil die restlichen tausende Opfer des Einzelfalls haben uns ja offenbar alle nicht interessiert. Und jetzt kommt es zur sogenannten Situation, dass alle große Worte sprechen. Der Herr Habeck, der plötzlich in einer sogenannten vielbeachteten Rede den Wahnsinn seiner eigenen Politik anklagt. Im Übrigen zu Recht sehr objektiv. Herr Dr. Bonmena,
der auch eine Wandlung hier in diesem Studio vollzogen hat, vom Teddybärenwerfer aus 2015 hier zum fast radikalisierten Rechtsextremen, der für Law und Order neuerdings steht. Ich sage, es ist nur ein Hauptproblem, es sind alles nur Worte. Die ganzen Sonntagsreden, wir müssen den Antisemitismus bekämpfen. Die ganzen Sonntagsreden, wir müssen in der Schule mehr Bildung machen. Sie haben es heute auch gesagt, wir müssen die Menschen mehr bilden. Auch die dahinter steckende Verniedlichung, es seien nur Verirrungen. Ich kritisiere Sie dafür nicht, weil Sie der Meinung sind, es sind Verirrungen. Ich bin der Meinung, es ist gezielt gezüchtert. Es ist keine Verirrung. Wenn in einer Schule, wir kommen zu dem Thema, ein kleiner Bub seinem Lehrer sagt, ich habe zu Hause und ihm das Video zeigt, ich habe gelernt, dass Juden als Schweine auf die Welt kommen und man operiert ihnen gleich nach der Geburt die Schweinenase ab und modelliert eine neue Nase. Und das zeigt das kleine Kind einem Lehrer. Und das kleine Kind kommt zufälligerweise aus einer Familie, die jetzt nicht unserem Kulturkreis angehörig ist. Ich möchte es ganz vorsichtig formulieren. Dann wissen wir, dass das indoktriniert wird, dass das anerzogen wird. Dann wissen wir, dass wir heute Schulen haben, die in Wahrheit die Erziehungslager für künftige Radikalisierte, im besten Fall, im schlechtesten Fall für künftige Terroristen sind. Dann sehen wir jetzt auf Deutschlands und Österreichs Straßen, dass ja nicht nur Flaggen von Israels verbrannt werden, sondern österreichische und deutsche Flaggen. Weil diese Menschen nicht nur sich an Israel und dem Judentum austoben und dem den Tod wünschen, sondern weil sie sich bei uns gänzlich nicht mehr wohlfühlen und meinen, sie müssen ein Kalifat ausrufen. Also das, was ihnen mit dem Islamischen Staat im Nahen Osten nicht gelungen ist, soll jetzt inmitten von Wien, Graz, Innsbruck, Berlin, Erfurt, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart ausgerufen werden. Paris, Frankreich ist ein Failed State. Das ist vorbei. Das ist ein Shithole Country. Das Match ist dort verloren. 15% Anteil von einem gewissen Kulturkreis, das kannst du vergessen. Österreich ist auf dem besten Weg dorthin, Deutschland auch mit 8-10%. Ich frage mich bei der Gelegenheit heute, warum diskutieren wir in einem österreichischen Fernsehstudio diese Problematik und warum fühlen sich zum Beispiel jüdische Mitbürger in Budapest vollkommen sicher? Warum sehen wir in den letzten Wochen, ja, ist das so, oder Monaten, jawohl, so ist es, warum sehen wir dort keine einzige Demonstration? Warum sehen wir aus Budapest keine verbrannte Flagge der Israelis? Warum sehen wir in Warschau keine, in Bratislava keine? An was liegt das? Liegt das vielleicht daran, dass die von uns so als autoritär beschimpften Oststaaten einfach ihre Heimat und ihre Identität besser beschützten und zu dieser Identität auch die Achtung gegenüber den jüdischen Mitbürgern gehört? Liegt es daran, dass das als autoritär verschrieene Osten offenbar sensibler gegenüber solchen Problemen war und nicht bei jedem Wahnsinn mitgemacht hat, den uns Angela Merkel beschert hat, die 2015 gemeint hat, sie schafft es und heute mit ihrer Kanzlerpension in einer Berliner Wohnung hockt und dort aus dem Fenster hinausblickt und draußen ruft man Allahu Akbar, Tod Israels, und es wird die Taliban-Fahne und die Fahne der Al-Qaida gehisst. Das sind massive Probleme, die wir diskutieren müssen, aber noch einmal, diskutieren können wir, Herr Dr. Bornmänner, wir sind bei dem Thema eh fast der gleichen Meinung spürbar. Das Problem ist, es müssen endlich Daten folgen. Wenn wir nicht konsequent abschieben, wenn wir nicht konsequent das Thema der Doppelstaatsbürgerschaften endlich lösen, wenn wir nicht einen Straftatbestand eines Verbotsgesetzes erweitern, nämlich nicht nur den nationalsozialistischen Verbot, der richtig ist, sondern auch das in Richtung religiös bringen, in Richtung politisch, auch die linke Seite in dem Land nicht vergessen, wenn wir nicht hergehen, auch Staatsbürgerschaften entziehen. Ich bin wirklich der Meinung, wer sich bei uns nicht wohlfühlt, wer aus uns ein Kalifat machen will, den bringen wir zurück in sein Kalifat. Und wenn ihn dort die 72 Jungfrauen erwarten, schön für ihn. Das nennt sich Kismet. Aber der Gerald ist ja der Meinung, das ist eine gescheiterte Migrationspolitik, wenn ich dich richtig verstehe, primär der westlichen oder osteuropäischen, ja, Ländern. In Osteuropa sieht es anders aus. Ist das so? Nein, also ich habe jetzt extra, weil ich mir das schon gedacht habe, dass es in Ungarn nicht alles so paradiesisch ist, wie sie das immer wieder in allen möglichen Punkten betonen, auch nachgeschaut, wie das jüdische Publikationen aufgreifen. Und die schreiben da zum Beispiel davon, dass der Antisemitismus unverhohlen ans Tageslicht tritt und rechtsradikale Jugendliche Spruchbänder mit judenfeindlichen Parolen aus Fensterscheiben halten, seit Jobbik im Parlament ist und seit die Rechte, und Viktor Orban ist ja nicht als Linker bekannt, sondern eher als rechter Politiker, dort an der Macht ist. Ich erinnere auch an die zielgerichtete, von vielen als antisemitisch wahrgenommene Kampagne gegen George Soros in Ungarn und in anderen Ländern. Also wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht so tun, dass das, was Viktor Orban im Bereich des
aus dem Islam, radikalisierten Islam kommenden Antisemitismus richtig macht, quasi kaschieren das, was im rechtsextremen Bereich in Ungarn passiert. Und da passiert sehr viel Schlechtes. Das ist mir grundsätzlich sehr wichtig. Auch bei diesem Thema, meinen Sie? Ich glaube, das ist grundsätzlich um Thema Antisemitismus. Na, wissen Sie, was das Problem ist? Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir keine Fake News verbreiten. Inwiefern? Ich bin ja oft in Ungarn, das wissen Sie, das werfen Sie mir vor. Ich bin dort zum Beispiel bei dem CPEC-Meeting der amerikanischen Republikaner gemeinsam mit den Europäern, wo ein jüdischer Rabbi im Übrigen immer am Anfang ein Gebet spricht, wie im Übrigen ein katholischer Pfarrer ein Gebet spricht und im Übrigen auch protestantische Gläubige dort sind. Und sehr viele Teilnehmer aus Amerika, aber auch aus Budapest, aus Europa dort teilnehmen und mit Kippa dort teilnehmen, ganz offen die Kippa tragen bei einer großen Veranstaltung. Und ich mich mit dieser jüdischen Gemeinde, ich habe mir auch die wunderbare Synagoge angeschaut in Budapest, die aufgebaut worden ist, nämlich auch von Orban etc., mir angesehen und mich mit dort einigen sogar deutschsprachigen Juden unterhalten, die sagen, für uns ist Budapest das einzige Land, wo wir uns noch offen bewegen können, ohne dass wir mit einer Kippa auf offener Straße angespuckt werden. Und wenn Sie jetzt irgendeinen Verrückten, und ich verurteile das komplett, wenn Sie jetzt dann irgendeinen Zeitungsartikel auszaubern, dass Jobbik da, Jobbik noch dazu hat, mit Fidesz nichts zu tun hat, irgendwas aussieht aus dem Fenster und damit diese Tätigkeit, die im Übrigen nicht nur Ungarn, sondern Polen, die Slowakei und Tschechien erbringt, nämlich die sogenannten Oststaaten, denen wir immer Demokratiedefizite vorwerfen, um das dann zu schmälern, dass die in Wahrheit viel gescheiter wurden in der sogenannten Zuwanderung. Wir sind uns doch nicht weit entfernt, Herr Dr. Bornmänner. Schauen wir, dass wir nicht rhetorische Missverständnisse da aufbauen. Wir sind da nicht weit entfernt. Ich will eine offene Gesellschaft. Ich will eine plurale Gesellschaft. Ich will eine Gesellschaft, die unserer Verantwortung nachkommt. Unsere Verantwortung ist eine christliche Verantwortung, das Christentum, eine jüdische Verantwortung, das Judentum, fixer Bestandteil Europas. Das ist unsere Verantwortung. Wir haben Verantwortung aus der Geschichte heraus. Wir haben keine Schuld. Wir zumindest nicht, die drei da am Tisch sitzen, wir haben die Gnade der späten Geburt, aber wir haben eine Verantwortung. So, und aus dieser Verantwortung heraus haben wir in Wahrheit Fehler gemacht. Und der Fehler subsumiert sich in zwei großen Zitaten, die ich jetzt zum Erbrechen noch einmal bringen möchte. Der erste Fehler ist, Zitat Karl Lagerfeld, du kannst nicht Millionen von Juden umbringen und dann ihre größten Gegner wieder auf den Kontinent holen. Riesengeschrei damals, auch durch sie. Ein Modeschöpfer hat keine Ahnung von Politik. Ich habe es nur in meine Ohrwascheln, in meine Gehörgänge summt, wie Tinnitus, so. Zweiter Satz, Schuldatur. Du kannst nicht halb Kalkutta aufnehmen und dich dann wundern, wenn du selbst zu Kalkutta wirst. Möchte ich um Helmut Schmidt erweitern. Du kannst nicht halb Kabul aufnehmen und dich dann wundern, wenn deine Städte ausschauen wie Kabul mit denselben Fahnen. Und das ist das Hauptproblem, das wir gerade haben. Wir sollen es offen artikulieren. Wir haben ein Problem mit rechten Antisemitismus, d'accord. Du hast ein paar Leben noch und ein paar sind leider Gottes nachgekommen in der gleichen Gedankenwelt. Wir haben ein Problem, das taucht gerade auf, massiv, das kannten wir nicht, das wurde auch von Ihrer Seite immer bestritten, linker Antisemitismus, versteckt unter der sogenannten Israel-Kritik. Besonders pfiffig. Da sehen wir dann, dass in Graz ein Gewaltschutzgipfel einberufen wird von der kommunistischen Bürgermeisterin, weil es bei Sturm ein paar Ausschreitungen gegeben hat, wenn 800 Palästinenser durch die Stadt ziehen und alles zerlegen und sagt, das gehört zum Stadtbild. Ja, so. Das sehen wir jetzt, diese linke Naivität, dieser Relativismus. Und das Hauptproblem, was wir derzeit haben, und das sollten wir nicht negieren, ist ein religiös bedingter Antisemitismus. Und der religiös bedingte Antisemitismus ist ein importierter. Das ist ein ausschließlich importierter. Und das ist in Wahrheit ein Wahnsinn, weil den hätten wir uns nämlich da sparen können. Und jetzt herzugehen, was ich jetzt da sehe, der Herr Kahner, der Herr Innenminister mit dem Frisurenmodel namens Unterrichtsminister, die dann sagen, ja, sie machen jetzt 200 Gewaltschutzpräventionsseminare an österreichischen Schulen. Herr Dr. Bornmänner, da sind wir uns doch einig. Da halten wir uns das Lachen, den Magen vor lauter Lachen. Wir wüssten Amt, der da sagt, ein Jude ist eine Sau und dir das Video von irgendeinem, das ist der Papst Benedikt im Übrigen, der hat nämlich auch recht gehabt. Für den habe ich auch ein paar Bastelworte. Ja, Regensburger Rede. Zeig mir doch, was Mohammed Gutes gebracht hat. Und du wirst nicht sehen, es ist Gewalt. Dafür wurden weltweit damals Katholiken bespuckt, ja. Zu Gewalt aufgerufen, alles drum und dran. Das ist im Übrigen auch eine Religion oder eine religiöse Ausbreitung, die keine Kritik verträgt. Wir Christen können im Übrigen sehr gut umgehen. Wenn du sagst, ja, aber ein Kreuzzieher war es ja auch nicht unbedingt. Dann sage ich, ja, war so, ist so. Die Juden können auch sehr gut mit Kritik umgehen.
Und die islamische Welt kann auch nicht mit Kritik umgehen. Und ja, deren schlimmste Fälle haben wir uns reingeholt. Ja, okay. Weil die wollen sie ja nicht alles sagen. Lassen wir den Sebastian auch. Ja. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir hier differenzieren. Das ist mir wirklich sehr wichtig. Weil wir haben Wien und auch in Österreich sehr, sehr viele Menschen muslimischen Glaubens, die nicht radikalisiert sind, die kein Problem mit Juden, mit Christen oder mit Frauen haben, die ganz wertvolle Bestandteile unserer Gesellschaft sind. Und ich stelle mich gerne schützend vor, die, wenn es jetzt darum geht, dass man quasi aus den radikalisierten Islamisten, die also den Islam politisch pervertieren, um ihre antisemitische oder demokratiefeindliche Agenda durchzuziehen, da jetzt quasi einen Generalangriff auf Moslems machen. Dagegen verwehre ich mich. Erstens. Zweitens, ich glaube auch, dass wir innerhalb der Gruppe der Moslems aufgrund von Problemen, die wir in den letzten Jahren nicht ernst genug genommen haben, eine Form von Tendenz haben, die mir vor allem bei den Angehörigen der zweiten und dritten Generation große Sorgen macht. Also Leute wie ich, Menschen, die einen oder mehrere Elternteile haben, oder genau, Menschen, die mit Migrationsgeschichte, mit familiärer hier in Österreich aufwachsen, das habe ich vorher gemeint, mit dieser Projektionsfläche und auf einmal glauben, sie müssen in einer Form von Überidentifikation mit dem Heimatland ihrer Eltern oder ihrer Großeltern jetzt auf einmal die Intifada am Stephansplatz ausrufen. Das ist hochproblematisch, hat aber meiner Meinung nach überhaupt gar nichts mit der Frage von Zuwanderung per se oder dem Islam im Speziellen zu tun. Das ist mir sehr wichtig, Herr Gross. Ich möchte jetzt nicht, dass wir das wichtige Thema Radikalisierung, egal ob es eine islamisch konnotierte Radikalisierung oder eine neonazistisch konnotierte Radikalisierung ist, dadurch überlagern, dass wir auf einmal beginnen, über Zuwanderung grundsätzlich zu sprechen oder über Migration und die Sinnhaftigkeit grundsätzlich zu sprechen. Weil dann nehmen wir uns die Möglichkeit, hier auch zielgerichtet zu agieren. Es ist vielleicht gut für die parteipolitische Konvertierung in Wählerstimmen, wie das manche momentan machen, dass sie ganz plump versuchen, quasi eine Ausländerfeindlichkeit wieder zu schüren. Ich sage nicht, dass sie das machen, aber ich sehe Akteure, die das machen. Ich glaube, was wir wirklich, und das hat nichts mit Parteipolitik zu tun, klar anerkennen müssen, ist, es gibt Fehlentwicklungen, die uns vielleicht, und da ist dieser Schuldirektor, der glaube ich auch einer Partei zugehörig ist, aber trotzdem im Recht, wenn er sagt, das sind Fehlentwicklungen, die wir jetzt wie unter einem Brennglas sehen. Das sind Sachen, die in den letzten Jahren schon da waren, aber uns nicht aufgefallen sind und jetzt auf den Schulgängen aber begegnen. Weil du die Schule jetzt angesprochen hast, und der Direktor war ja heute auch bei uns zu Gast, und der sagt jetzt überhaupt eine, muss man sagen, ziemlich heftige Forderung, sagt, wir brauchen eigentlich Securities in den Schulen, die uns als Lehrer unterstützen, weil es sich da teilweise so abspielt und weil da antisemitische Parolen geschrien werden, aber teilweise auch es wirklich zu Übergriffen kommt, nämlich auch tätlichen Übergriffen. Ist das die Lösung, dass wir künftig Securities in unseren Schulen brauchen? Naja, wir müssen auch zukünftig Messer verbieten, weil offenbar mit Messern, die bis vor 30, 40 Jahren zu tatsächlich nur Einzelfällen auf Zeitfesten geführt haben, heutzutage gebraucht werden, um wahllos auf irgendwelchen Bahnhöfen Leute abzustechen, hin und wieder. Also was ich damit sagen will, ist ein abstrakter Gedanke, was ich damit sagen will, wir werden am Ende unsere Freiheit abschöpfen müssen, weil unsere Freiheit Unsicherheit birgt. Wir glaubten immer, auf der Insel der Seligen in Europa zu sein und zu sagen, na, wir kriegen eh keine invasiven Kräfte zu uns. Jetzt haben wir das Problem, dass wir invasive Kräfte haben. Jetzt müssen wir natürlich unsere Freiheit aufgeben zugunsten einer neuen notwendigen Sicherheit. So, das heißt unbelastete jugendliche Schüler. Du hast einen Buben, der ist 3, 4 Jahre alt, 5 Jahre alt. 6. 6, ich gratuliere. Er wächst wie der Opa schon. So. Naja, ich hoffe nicht. Nein, das ist ein schlanker Bub. So. Was hast du? Du hast einen 6-jährigen Buben, der wird nächstes Jahr eingeschult, nehme ich an, oder? Der heuer schon. Oder ist heuer schon eingeschult worden. Ja, Entschuldigung, ist bei mir schon sehr lange her. Der ist heuer eingeschult worden. Jetzt stell dir vor, der geht in eine Schule und in Zukunft geht er an zwei Security-Leute vorbei und in 5 Jahren geht er an einen Metalldetektor vorbei. Eine Situation, die wir drei alle nicht kannten, mit unterschiedlichen Geburtsjahrgängen, 77 in meinem Fall, komplett behütet aufgewachsen. Heute wird es plötzlich notwendig. Wir sind vor 30 Jahren auf Weihnachtsmärkte gegangen, Christkindlmärkte. Heute stehen dort Polizisten und Boller. Warum? Logisch. Weil wir gesagt haben, wir ziehen die Polizisten an der Grenze ab, weil wir wollen unschöne Szenen verhindern. Das war ja der Grund. Wir haben einmal über einen Wasserwerfer diskutiert. Wie können Sie auf Menschen mit Wasserwerfer losgehen? Dann haben Sie selber den Wasserwerfer gebraucht bei Corona-Demonstranten. Sie ändern ja, Sie lernen ja, Gott sei Dank. Und die unschönen Szenen haben wir an den Grenzen verhindern müssen und jetzt haben wir die unschönen Szenen auf unseren Plätzen. Das ist ja in Wahrheit die Realität. Und die unschönen Szenen in unseren Schulen,
bei unschuldigen Kindern sind innen nicht mehr viele, sind vielleicht nur mehr 3, 4 in der Klasse. Ich habe zwei Gespräche mit ich habe die letzten 7 Tage zwei Kinder Gespräche mit zwei Lehrkräften geführt. Das erste Gespräch habe ich vor 1,5, 2 Wochen geführt mit einer Lehrkraft. Sage ich, gibt es in deiner Schule eigentlich ein Problem mit der ganzen Kiste? Also Israel, Palästina, Gaza. Und sagt sie, nein. Du, wir haben keinen Juden in unserer Schule, in der Klasse. Wir haben auch keinen Christen mehr in unserer Schule. Und die 24 Schüler muslimischen Glaubens sind alle der Meinung, Israel muss sterben. Da gibt es keinen Streit darüber. Die Frage ist nur, ob wir das als Rechtsstaat dulden, dass 8- oder 9-Jährige an Schulen solche Parolen zu Hause natürlich mitbekommen, die sind ja auch unschuldig in Wahrheit, Parolen wiedergeben und so ein Gedankengut erwachsen wird. Das ist nur die Frage, ob wir es dulden oder nicht. Der zweite Punkt ist, ein zweites Gespräch geführt, wie gesagt, jenes mit der Nase. Juden kommen mit einem Schweinegesicht auf die Welt. Glaubt ein kleines Kind, wer das auf TikTok sieht oder irgendwo in seinen radikalisierten Kanälen. Und da sage ich, da haben wir ein gewisses Problem. Der Herr Dr. Bornmähner ist der Meinung, das hat nichts mit einer Religion zu tun. Ich bin der Meinung, natürlich hat das sehr wohl mit einer Religion zu tun. Warum? Ich differenziere zwischen einem Muslimen und einem Muslimen. Ich differenziere. Aber ich sehe, dass wir derzeit einen Großteil von Menschen herinnen haben, die in ihrer religiösen Auffassung so orthodox denken, auch radikalisiert denken, dass sie der Meinung sind, Europa ist ihre neue Kolonie, die Kalifatskolonie. Nein. Ihre Plätze sind die Aufmarschgebiete für Taliban-Fahnen und Al-Qaida-Fahnen. Die sind tatsächlich der Meinung, und sie sind tatsächlich der Meinung, Israel muss sterben. Diese Menschen dulde ich im Bausch und Bogen hier nicht. Und da müssen wir erkennen, dass wir die letzten 8, 9, 10 Jahre etwas ganz was Falsches gemacht haben. Schauen Sie, ich komme aus Graz. Wir haben in Graz zum Beispiel, das ist aus der Tradition heraus der Kriege, in Wien gibt es eine große serbische Gemeinde, wo du sehr wenig Probleme hast. Das ist die serbische Gemeinde, weil sie orthodox ist, serbisch-orthodox, sind Christen. Da hast du zumindest auch, wenn du Sprachbarrieren hast etc., aber du hast einen ähnlichen Kulturkreis und eine ähnliche Religiosität. Kannst mal was die über Bosnien denken. Und in Graz haben wir die bosnische Gemeinde. Mhm. So, genau so ist es. Und in Graz haben wir zum Beispiel immer wieder diese Probleme, auch mit Angehörigen der bosnischen Gemeinde, mit der Radikalisierung. Und ich darf Ihnen mitteilen, dass auch wir in Graz vor einigen Jahren einen Terroranschlag hatten, der als Amokfahrt dann deklariert worden ist. Ein Islamist, Allen R., der im Auto sitzt mit einem weißen muslimischen Totengewand, Alu Akbar schreiend durch die Herrengasse fährt. Man hat dann gesagt, der ist psychisch krank. Gut, ich nehme jetzt zur Kenntnis, die sind offenbar alle psychisch krank, wenn das die Folge ist. Aber auch das, da haben wir auch Probleme. Okay. Herr Gross, mir ist nur wichtig, dass wir die Verhältnismäßigkeit wahren. Ich habe bis jetzt in Österreich keine Demonstration gesehen, wo mehr als 800 Menschen dabei waren. Oh, warten Sie noch 1, 2 Jahre. Also ich habe bis jetzt keine Demonstration in Österreich gesehen, wo mehr als 800 Personen waren. Von diesen 800 Personen habe ich etliche gesehen, die keine Moslems sind. Beziehungsweise wir haben auch keine Identitätsfeststellung gemacht, um herauszufinden, was für ein Glaubensbekenntnis sie haben. Wir haben über 800.000 Menschen muslimischen Glaubens in Österreich. Also zu behaupten, dass der Großteil, wie Sie es gerade gesagt haben, der Moslems radikalisiert wäre oder einer Religion anheimfallen würde, die diesen Israel oder diesen Judenhass propagiert, das halte ich für hochproblematisch. Und das ist genau das, was ich meine. Ich finde es total legitim und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir überall dort, wo tatsächlich Probleme sind und wenn wir, und ich war jahrelang Direktor einer Volkshochschule und wir haben auch Deutschkurse durchgeführt und da hatten wir auch ganz viele Angehörige der zweiten und dritten Generation, da gab es auch Probleme, vor allem im frauenfeindlichen Bereich zum Beispiel, ja, wo andere Klassenkollegen, weil sie weiblich waren, quasi als minderwertiger angesehen wurde. Null Verständnis, das gehört auch meiner Meinung nach zur Wehrhaftigkeit einer vitalen Demokratie, dass man dort widerspricht, wo man sieht, dass solche Grenzen überschritten werden. Was wir aber nicht wollen in Österreich, Herr Gross, und da müssen wir wahnsinnig aufpassen, dass wir jetzt nicht in einem Akt der Solidarität in die falsche Pendelbewegung kommen, dass wir jetzt beginnen, eine ganze Religion, nämlich nicht die jüdische Glaubensgemeinschaft und die muslimische Glaubensgemeinschaft an den Pranger zu stellen und zu sagen, alle Moslems sind so. Das halte ich für hochproblematisch, unfair und letztlich rassistisch. Und deswegen glaube ich... Ich gebe Ihnen recht. Genau. Da haben Sie recht. Deswegen ist es für mich wichtig, schauen wir bitte, ich möchte weder auf dem einen noch auf dem anderen Auge blind sein. Ja. Ich bin bei Ihnen, wir haben Fehler gemacht in der Vergangenheit. Ich glaube, es ist spätestens jetzt hoch an der Zeit, diese Fehler auch offensiv zu begegnen. Naja, aber jetzt Fehler sind jetzt nur erst einmal erkannt worden. Getan ist noch nichts. Ja, da bin ich ja ganz Ihrer Meinung. So, aber Herr Dr. Bornmähner,
Sie haben vollkommen recht in dem, was Sie gesagt haben. Wir sollen nicht die eine gegen die anderen ausspielen. So, jetzt blicke ich einmal als geschulter Österreicher die letzten 30, 35 Jahre zurück meines Lebens, wo ich lesen und schreiben kann und nachdenken kann und mir einiges gemerkt habe. Mir wäre nicht bekannt gewesen, dass ein jüdischer Terrorist auf österreichischem Staatsgebiet eine muslimische Einrichtung attackiert hätte. Mir wäre nicht bekannt, dass ein christlicher Aktivist die letzten 35 Jahre eine muslimische Einrichtung attackiert hätte. Also Fundamentalisten, weder ein jüdischer noch ein christlicher Fundamentalist ist mir bekannt, der die letzten 35 Jahre eine Aggression, eine Amokfahrt, einen Terroranschlag auf eine muslimische Einrichtung oder auf eine jüdische Einrichtung, ein christlicher Fundamentalist, geplant hätte. Oder war der Franz Fuchs Katholik oder nicht? Aus meiner Sicht eher weniger. So. Der war politisch motiviert. Und das Eck hat mit der Kirche noch nie etwas zu tun gehabt, Herr Dr. Bornmänner. Nur damit Sie erkennen. Schauen Sie, Sie haben im Christentum eine Läuterung, es nennt sich Aufklärung. Sie haben im Judentum eine Läuterung, bitte Sie. Die nie... Nein, wissen bitte, Herr Sie, Dr. Bornmänner. Terrorakte neonazistische von sogenannten Katholiken Herr Dr. Bornmänner, schauen Sie, ich rede jetzt nicht über den Linksterrorismus, nicht über den Rechtsterrorismus, da wird mir zur RAF was einfallen. Ich rede jetzt, bleiben wir bei den drei Religionen, bei den drei großen Religionen, die dieses Land beherrschen. Oder die Bevölkerung, so von den meisten in dem Land getragen werden. Judentum, Christentum und der Islam. Mhm. So, und jetzt frage ich mich, wo die letzten 30 Jahre gewalttätige Akte passiert sind. Und jetzt frage ich mich, warum sich so viele Gemeinden, muslimische Gemeinden in Österreich so schwer tun, Terror zu verurteilen. Jetzt frage ich mich, warum ein palästinensischer Botschafter sich gestern aber so schwer Gerrit, tut, schon, einen Hamas-Terror zu verurteilen. Muss ich schon und jetzt frage ich, und jetzt sage ich, ich gebe gleich die Antwort. Ja. Wissen Sie warum? Der Katholizismus hat eine Glaubensautorität, das ist in dem Fall der Papst, Glaubenskongregation etc. eine gewisse Geschichte. Auch das Judentum hat durch die alten Rabbiner, durch auch die Überlieferungen etc. Tora-Rollen, eine gewisse Glaubensautorität, die aus der verschriftlichten Art weggeht, die wurde auch nie pervertiert. Im Islam haben wir folgendes Problem. Die großen Autoritäten sind meistens auch Staatenlenker. Also, der Glaubenswächter des Iran, der oberste Ayatollah, der Staatspräsident der Türkei, Erdogan, der König von Jordanien, Hussein, die Scheichs der Vereinigten Arabischen Emirate, der Scheich in Katar, Oman etc. Du hast jetzt also ca. 30, 40 große Autoritäten in der islamischen Welt, das sind meistens religiöse und staatliche Führer, die letzten vier Wochen allesamt gesagt haben... Muss ich jetzt aber schon sagen, bei aller Kritik ist kein religiöser Führer. Nein, entweder staatliche oder religiöse Führer, die alle gesagt haben, die Hamas ist eine Märtyrerorganisation und die feiern nur einen Freiheitskampf. Wenn du also heute am Brunnenmarkt wohnst und du bist eine türkische Familie, der will dir nichts antun, der will dir ja nichts nachsagen. Und du schaust das AKP-Fernsehen von Herrn Erdogan. Und dein großer Chef, dein Führer, dein leuchtendes Schwert des Islam aus Ankara, der Diktator und Kriegsverbrecher, erklärt, das, was die Israelis machen, ist ein Kriegsverbrechen. Und die Hamas sind ja nur Freiheitskämpfer. Was denkst du dann? Was tust du dann drauf dann? Und jetzt mache ich Folgendes, weil Sie sagen, das hat alles nichts mit Religion zu tun. Ich lade Sie jetzt ein, OE24 wird uns begleiten, ich habe gerade eine wunderbare pfiffige Idee gehabt. Wir gehen nächste Woche am Dienstag, ich habe vier Kippas zu Hause von meinen unzähligen Besuchen in Synagogen. Ich gebe Ihnen eine, ich leihe Ihnen eine, ich schenke sie Ihnen auch gerne. Wir gehen beide mit einer Kippa über den Brunnenmarkt eine halbe Stunde. Schauen wir, wie lange wir es überleben. Oder? Ich habe überhaupt keine Sorge. Dann schauen Sie, wie oft Sie angespuckt werden, ja, wie oft Sie angepöbelt werden. Derzeit passiert Folgendes. Menschen, die Kippa tragen in Wien, wird ihnen 2 Meter vor die Füße wird hingespuckt. Und man geht weiter. In einem Land, das so eine terroristisch grausame Geschichte zwischen 33 und 45 hatte. Ein älterer Jude gibt in einem Spital bekannt, er möchte keinen Besuch vor den Rabbiner haben, weil er nicht will, dass die Pflegekräfte aus einem gewissen Kulturkreis nicht wissen, dass er Jude ist. Herr Dr. Bornmänner, es ist Schluss mit lustig. Es ist eine Grenze erreicht, wo wir können gern differenzieren, wir können ein bisschen politisch korrekt sein, ist alles lustig.
Aber es ist eine Grenze erreicht, die für einen europäischen Rechtsstaat des 21. Jahrhunderts mit der Geschichte und überhaupt für Europa nicht mehr erträglich ist. Und da wird es Zeit, Dacheles zu reden. Herr Grosser, bin ich ganz bin und ich glaube, ich bin auch nicht verdächtig, immer politisch korrekt zu formulieren. Also ich, zumindest bei den Corona-Demonstranten habe ich es wirklich nicht gemacht. Aber nicht nur. Also ich finde, glaube ich, sehr deutliche Worte. Flammenwerfer, Feuerwerfer. Ja, genau, so wie Sie mit Bajonett und so weiter. Also ich glaube, da sind wir uns nicht schuldig geblieben. Aber wie auch immer, ich glaube, also erstens mal, ich finde den Feldversuch nicht unspannend, auch wenn ich glaube, dass mir da überhaupt nichts passieren wird, ehrlich gesagt, weil ich schaue halt immer noch aus, wie ich ausschaue und ich glaube nicht, dass irgendjemand mir irgendetwas tun wird. Glauben Sie, ein Jude schaut anders aus als Sie? Bitte? Glauben Sie, dass ein Jude anders ausschaut? Nein, aber Sie haben über den Brunnenmarkt gesprochen. Dort leben mehrheitlich Menschen. Nein, nicht Sie. Wir beide mit Kippa. Ja? Okay. Ja, ja, aber ich glaube trotzdem, dass jemand, der ausschaut wie jemand... Wer ausschaut wie ein Jude? Nein, wie die Türken dort. Sie spielen ja darauf an. Wissen Sie, wie die jüdische Bevölkerung ausschaut? Nein, ich rede von den Glauben Türken. Sie, dass die Juden alles Weiße sind? Nein, aber Sie haben ja von der Kippa gesprochen. Nein, ja. Ja, eben. Also wenn ich eine Kippa trage... Also man glaubt, dass Sie sind ein türkischer Jude oder was? Ich glaube, dass ich... Da werden Sie am Brunnenmarkt als Weltwunder verehrt. Ja, also... Wirklich, toll. Keine Ahnung. Der israelische Botschafter wurde aus der Türkei ausgewiesen. Die ganzen Israelis haben ihre jüdischen Bürger gebeten, aus der Türkei abzureisen. Das ist mir auch mal ausreden. Na ja. Bitte, ich weiß schon, Sie hören sich wahnsinnig gerne selbst, aber ich habe auch eine schöne Stimme. Also, die einen sagen so und die anderen. Nein, das habe ich noch nie anders gehört. Genau, die schöne Haare. Also, Herr Groß, ich habe kein Problem damit, über den Brunnenmarkt zu gehen. Im Gegensatz zu Karl Marer oder Ihnen habe ich auch keine Angst vor meinen Mitmenschen, die dort leben. Ich glaube, das sind gut integrierte, wunderbare Menschen, die einen wesentlichen Anteil daran haben, dass Wien so schön ist, wie es ist. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht verurteile, wenn einem Juden, einem Christen, einem Hinduisten, einem Buddhisten vor die Füße gespuckt wird oder jemand Angst haben muss, aufgrund seines Glaubens bedroht oder diskriminiert zu werden. Das halte ich für hochproblematisch. Und das ist genau diese Unterscheidung, die ich für so wichtig halte, die wir jetzt in dem Moment machen müssen. Wir müssen wahnsinnig aufpassen, dass eben in dem Wunsch, solidarisch zu sein, und ich finde es gut, dass auch Angehörige der rechten Gesinnungsgemeinschaft, von denen ich viele, viele in den letzten Jahren immer wieder nach der Doktrin, der Feind meines Feindes ist mein Freund, auch auf Pro-Palästina-Demos gesehen habe. Es gibt führende rechtsextreme Jugendgruppenleiter, die auch auf Pro-Palästina-Demos waren, ja, wo man jetzt Fotos findet von ihnen. Also es ist nicht so... Wenn ich das jetzt sage, werde ich geklagt, darauf habe ich keinen Bock. Aber es gibt genug Dokumente. Wenn es die Wahrheit ist, werden Sie nicht geklagt. Wir werden auch geklagt, wenn ich die Wahrheit spreche. Sie wissen ganz genau. Herr Dr. Bermeiner, wir sind genau wieder recht. Ja, genau. Es ist noch niemand unschuldig verurteilt worden. Ach so. Das glauben Sie selber nicht. Nein, wirklich. Also wir haben in Österreich sehr wohl eine Zweiklassenjustiz. Ja? Ernst doch auf. Die ganzen Staatsanwälte sind rote oder grüne, da haben sie einen Bonus. Jetzt hören wir doch bitte auf, das ist doch lächerlich. Gut. Aber wie auch immer, der Punkt ist, für mich ist wichtig, nein, ich möchte nur, hören wir doch bitte jetzt auf, politisches Kleingeld zu wechseln. Das finde ich doch, das tun Sie. Das finde ich wirklich schäbig. Ich finde es schäbig, dass man jetzt jeden Kebabverkäufer, jeden Taxifahrer, jeden Teppichknüpfer pauschal zu einem potenziellen radikal-islamischen Wortführer macht. Ich halte es für schäbig, wenn man jetzt so tut, dass jeder, der selber oder dessen Eltern oder Großeltern irgendwann mal nach Österreich gekommen ist, mitverantwortlich für Radikalisierung auf Österreichs Straßen ist. Das ist unlauter, Herr Groß. Und genau diese undifferenzierte Stimmungsmache gegen Menschen, die nicht aus Österreich kommen und nicht in den letzten 10 Generationen Arier-Nachweis vorlegen können, ist genau das, was unsere Gesellschaft jetzt spaltet. Ich glaube, das, was wir jetzt brauchen, ist ein Schulterschluss, Herr Groß. Wir brauchen einen Schulterschluss, wo Menschen wie ich, die sich als Linke bezeichnen, und Menschen wie Sie, die nachweislich extrem rechts sind, zusammenhalten und sagen, wir tolerieren Angriffe auf Juden nicht, egal ob sie von extrem rechts, extrem links oder aus dem muslimischen Lager kommen. Also, das braucht man. Aber jetzt vor dem Hintergrund von antisemitischen Gewaltakten eine ausländerfeindliche Debatte vom Zaun zu brechen, das halte ich für hoch. Herr Dr. Bornmänner, ich bin nicht rechtsextrem, ich habe nur extrem oft recht. Das verwechseln Sie einigermaßen. Aber Sie haben gerade wunderbar die Taxigeschichte angesprochen. Wollen Sie uns was sagen über Ihren Taxifahrer von voriger Woche, der auf seinem Handy Alu Akbar-Rufe hat? Halte ich für hoch. Wollen wir vielleicht diskutieren, dass der Stadtrat von Wien, Dominik Nepp, und der Klubobmann Maximilian Kraus, weil sie sich im Fond des Autos eines Taxis über Israel-Konflikt unterhalten haben, aus dem Taxi geflogen sind. Was haben sie denn gesagt? Sie haben gesagt, sie verstehen das alles nicht, die ganzen Aufmärsche, und sie stehen an der Seite Israels, und der Taxler hat es dann rausgeschmissen aus dem Auto. Wenn das wirklich so war, dann finde ich es sind auch in Zeitungen gestanden. Ich lese ja nur Zeitungen. Ich informiere mich ja, bevor ich dahergehe. Also Herr Dr. Bornmänner, schauen Sie, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Es gibt folgende. Die erste Möglichkeit ist, wir machen alle einen wunderbaren Schulterschluss. Friede, Freude, Eierkuchen.
Die Rechten und die Linken und die Juden und die Christen und wir sind alle lieb und wir machen ein gemeinsames Gebet am besten. Nee, und wissen Sie, was auch schön wäre? Wir tun irgendwo noch einen Kranz hinlegen, ja, ein paar Gebete sprechen und ein paar Kerzen anzünden. Und dann schauen wir das in zwei Wochen und dann schauen wir, dass in zwei Wochen wieder die nächste Sau über den Hauptplatz rein. Und wenn in vier Wochen der nächste Terroranschlag passiert, Terrorgefahr ist im Übrigen derzeit sehr hoch in Österreich, kann durchaus passieren. Oder der nächste Einzelfall passiert oder wieder irgendeiner, der längst abgeschoben ist und in Istanbul sein hätte müssen, den Hamburger Flughafen lahmlegt, wer zum zweiten Mal sein Kind entführt, dann sind wir halt alle wieder betroffen und dann reden wir wieder vom Schulterschluss. Und das Problem ist nur Folgendes, der Schulterschluss, der hindert uns, dass wir uns nach vorne bewegen. Wir sind alle statisch und stehen und machen einen sogenannten Schulterschluss. Ich sage Ihnen Folgendes, die Wahrheit ist eine andere. Wenn wir die nächsten Monate und wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Jahre den Schaden, der die letzten 10, 20 Jahre passiert ist, nicht mit voller Härte rückgängig machen, dann sind wir in spätestens 10 Jahren verloren. Dann braucht es keinen Schulterschluss mehr, weil dann gibt es nur einen Schulterschluss des Untergangs. Dann reden wir nachher vielleicht darüber, was die volle Härte so bedeutet. So, dann abschirmen, wir jetzt Staatsbürgerschaft entziehen, loswerden. Ganz einfach. So, rechtsstaatlich. Flieger, El Aladdin, alles kein Problem. Da gibt es jetzt so viel Palästinenser-Versteher. Sag ich, dann sollen sie alle in Gaza gehen. Sollen sie ihnen helfen? Die ganzen Freunde von Herrn Babler, die sozialistische Jugend Dornbirn. Über den Babler reden wir eher. Ja, gerne. Die sollen alle nach Gaza. Ich gebe ihnen allen einen Besen und dann können sie in Gaza aufräumen. Habe ich überhaupt kein Problem. Jetzt kurz die Luft an und dann sprechen wir über ein zweites Thema, das ich kann Österreich reden und derzeit bewegt, nämlich die Signa-Krise und die Frage, was ist da schiefgelaufen rund um René Benko? Ist das auch ein politisches Versagen? Wie sollen wir damit umgehen? Ganz kurze Werbepause, dann geht's gleich weiter. Parteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live. Sebastian Born-Mehner und Gerald Groß sind zu Gast. Ein zweites Thema, das derzeit alle Medien in Österreich, aber nicht nur in Österreich, auch in Deutschland beherrscht, das ist die Signa, die Milliardenschulden der Signa und die drohende Ablöse oder Rückzug von René Benko, der anscheinend, offiziell ist es noch nicht, die Macht abgeben wird. Es gibt auch viel Häme, muss man sagen, in den sozialen Medien, auch in einigen Kommentaren, die sagen, naja, es war klar, zu hoch geflogen, irgendwann war klar, dass er sich die Flügel verbrennt, der René Benko. Du hast gestern ein Mail geschrieben auf oe24.at, wo du eigentlich gesagt hast, du bist ein Benko-Fan, ich verkürze es jetzt ein bisschen, und, ja, oder? Nein, ich bin kein Benko-Freund und kein Benko-Fan, aber ich verstehe die Häme nicht. Denn wenn dieses Werkel an die Wand fährt, dann zahlen wir Steuerzahler, weil wir dann mit 15 Milliarden Euro österreichische Banken retten dürfen. Erster Punkt. Und zweiter Punkt, dass vieles, was Benko derzeit passiert oder was den Benko-Unternehmen passiert, jetzt glaube ich nicht auf fehlerhafte Managemententscheidungen zurückzuführen ist, sondern dem Benko im Großen das passiert, was sich täglich bei 100.000 Haushalten in Österreich abspielt. Das heißt, mit Kreditzinsen von 1,5% eingestiegen und unterschrieben und mit Kreditzinsen von 7% wieder aufgewacht. Erster Punkt. Zweiter Punkt, Immobilien zu hoch bewertet. Gut, das wird gerade in den USA diskutiert, dieses Thema, wie wir wissen. Und der dritte Punkt ist Baukostenanstieg. So, Teuerung. 100% mehr kosten die kleinen Häuseln, die du baust, und auch die Hochhaustürme mit 120 Etagen. Das ist das Hauptproblem. Und jetzt passiert Folgendes, dass dieses Kartenhaus, und das war in Wahrheit ein Kartenhaus, glaube ich halt, wo man halt gesagt hat, ein Kredit bedingt den anderen Kredit und der nächste bedingt den dritten und der übernächste den vierten etc., dass das halt das Kartenhaus, manche würden auch Pyramidenspiel sagen, dadurch gerade zum Einsturz gelangt, weil alle Renditen in Wahrheit nichts mehr bringen, Gewinne du nicht mehr machen kannst, weil wenn du 7-8% Zinsen hast und der hat keine Fixzinsen auf 20 Jahre gekriegt, sondern der hat ganz normale Kreditzinsen gekriegt, weil die alle fällig werden und die Zinsen einfach nicht mehr bedient werden können. Aber heißt das, du bist auch der Meinung, er soll aufgefangen werden oder die Signa soll aufgefangen werden? Nein, aber nicht durch uns. Schau, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist folgende. Der geht Schari. Ja? Der Haselsteiner verliert sein halbes Vermögen.
der Fressnapfgründer, also was ich da alles gelesen habe, was es da für Leute gibt, die da mit eingestiegen sind, aus ganz unterschiedlichen Geschäftsbereichen in Wahrheit, die verlieren alle ihr Vermögen. Und am Ende, der Benko in Wahrheit nicht, weil ein paar hundert Millionen wird in einer Privatstiftung geparkt haben und seine Yacht fährt halt weiter. Strafrechtlich wird nicht viel rauskommen. Das Einzige, was überbleibt, sind aus meiner Sicht unstatthafte Verbindungen zwischen Altpolitikern, Politikern und dem Herrn Benko. Stichwort Firmenbuch über ein Jahr aufmachen, Justizminister, Stichwort Aufsichtsrat Gusenbauer, Rissbasser, Vulgo Hahn etc. Wobei die wirtschaftliche Kompetenz von De Vegel musst du jetzt auch mal genauer anschauen, aber sei es drum. Das ist die eine Variante. Die andere, die verlieren alle ihr Vermögen, die Banken buchen 15 Milliarden Euro aus. Die Bank gibt es nicht, die 15 Milliarden Euro ausbucht, auch wenn es 4 Banken sind. Mhm. Wir Steuerzahler müssen ein Bankenpaket schnüren, weil es systemrelevante Banken sind. Ich höre Wien, Niederösterreich, eine große Landesbank hängt dort mit dabei. Also das sind jetzt keine, das ist jetzt nicht eine russische Bank, wo man sagt, ja, da bucht der Putin aus, sondern da buchen österreichische Banken aus. Dann kommt es zum Bankenpaket, dann zahlt ein paar Männer, der Fellner und der Groß. Und mit uns 3 Millionen andere Österreicher auch die Steuern zahlen. Und da sage ich, das kommt gar nicht in Frage. Sicher nicht. Und der zweite Punkt ist, die Investoren selber, die das Kartenhaus mitgezimmert haben, die können sich jetzt nicht vom Herrn Benko trennen und sagen, ja, jetzt war alles der Benko, das war alles der Benko. Jedes Jahr haben sie 300 Millionen Dividende gekriegt, haben es gezahlt, sind auf der Insel Bratsch unten gesessen, haben den Champagner geschlürft oder sie irgendwo ein paar Villen gekauft und sagen, das war alles der Benko. Die, die das Kartenhaus mitfabriziert haben, sollen einzahlen und den Softloan retten. Ganz einfach. Und das, was gut ist, es gibt einen Sanierer, das heißt, du wirst dich von einigen Immobilien hoffentlich gut trennen können und wir schauen können, dass du die Bankverbindlichkeiten, die offenbar in ein, zwei Jahren, ihr habt das geschrieben, ihr habt ja alle Unterlagen gehabt und Geschäftsabschlüsse gehabt, das war ja recht interessant, du musst alle 24 lesen, hast die ganzen Geschäftsabschlüsse gehabt, die offenbar in zwei, drei Jahren schlagend werden, über 4 Milliarden Euro Kredite schlagend werden, die müssen bedient werden. Aber dazwischen spielt sich nicht viel ab. Was die Rolle des Herrn Benko betrifft, habe ich gestern etwas auch UE24 gesagt. Schau, es gibt, weil du gesagt hast, ob ich ein Fan bin. Nein, vom Herrn Benko war ich nie ein Fan. Von wem bin ich ein Fan? Von Dietrich Mateschitz. Warum? Weil der Dietrich Mateschitz in Wahrheit einen Großteil seiner Gewinne der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt hat. Er hat bei uns die Obersteiermark gerettet. Er hat so viel Gutes getan im Sportbereich, im TV-Bereich, im Medienbereich. Was hat der Benko gemacht? Die Ärgerlein. Also der eine ist von einem Wippzelt durch andere geschossen, hat sich überall fotografieren lassen mit den Reichen und Mächtigen dieser Republik, die sich alle wie die nützlichen Todeln daneben auch noch hingestellt haben, weil sie glaubt haben, da bröselt ein bisschen was runter, wenn sie sich nicht hinstellen. Und der Mateschitz ist nirgends aufgetreten, sondern ist in der Obersteiermark in einem Harmonikaladen gestanden, hat mitgekriegt, dass ein Bursi die Ziehharmonika nicht leisten kann und hat sie ihm dann gekauft. Das ist der Unterschied zwischen beiden. Und da sage ich, im einen Fall hat der Mateschitz sich so verhalten, wie man es von Unternehmen, von rechtschaffenen Unternehmen erwartet, muss man sagen. Und der Benko hat sich verhalten wie ein Parvenu, wie ein Burghömmling. So, und daher gibt es für mich für den Benko keine Sympathie, aber es gibt aber für mich keine Häme. Naja, logisch, weil wir am Ende wieder zahlen müssen. Du siehst das anders oder auch so? Du sagst, die Signa soll man krachen gehen lassen? Ja, oder? Ich finde die ganzen Gefraster, die sich da gesund gestoßen haben in den letzten Jahren, wo ja irrsinnig viel Steuergeld meistens dahinter steckt in der einen oder anderen Form, weil diese Unternehmen, diese Superunternehmer ja meistens, also siehe Frank Stronach und andere, die haben ja immer auch fett Steuergeld bezogen durch Förderungen, durch Unterstützungen, durch Begünstigungen, durch Länderbund, Europäische Union und so weiter. Also das ist ja dazu tun, als wäre das große Unternehmertum, ist das eine. Und was man bei Bank und im Speziellen sieht, ist, Sie haben das jetzt Kartenhaus genannt oder Pyramidenspiel. Das ist ja in Wirklichkeit eine Zukunftswette gewesen, eine Wette auf den Zinsmarkt. Das ist ja ein Spekulant, ein klassischer, der René Benko meiner Meinung nach. Und jemand, der Profit daraus zieht, dass mit Zinsen, mit niedrigen oder höheren Zinsen ein Profit oder ein Misserfolg gemacht wird. Das ist aus meiner Sicht kein nachhaltiges Geschäftsmodell, sondern nimmt jemand das Geld fremder Leute und wird selber damit reich und produziert sich und lässt sich zum Super-Self-Made-Milliardär auf alle möglichen Cover holen und einen illustren Kreis von vor allem auch gescheiterten Politfunktionären, die quasi versuchen, ihm dann im vorauseilenden Gehorsam noch mehr Geld zu verschaffen. Ich finde, er muss krachen gehen und ich finde, dass alle, die an ihm dranhängen, auch krachen gehen müssen. Und ich glaube, dass wir endlich wegkommen müssen da von diesem Grund. Das ist aber eine extreme Position, weil der Gerald sagt ja nicht ganz zu Unrecht, wenn die Signa, wie du es nennst, krachen gehst, ja, dann werden einige dafür zahlen. Das gehören auch große österreichische Banken dazu. Ja.
Ich finde, die österreichischen Banken haben auch oft Sparkunden. Also nicht böse sein. Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich finde das eine Frechheit sondergleichen, dass es immer, wenn ein Unternehmen, das systemrelevant ist, wir einspringen müssen. Das ist doch eine Frechheit sondergleichen. Ja. Und es ist immer diese gleiche erpresserische Logik von diesem Konzern. Dann sollen die Raiffeisen halt ein paar Milliarden abschneiden. Na, so ist es. Ich meine, entschuldige bitte, haben die nicht über Jahre und Jahrzehnte Milliarden Profite geschrieben? Und wenn sie das erste Mal einen Verlust machen, weil sie sich verspekuliert haben, sollen wir das becken? Wie komme ich dazu? Also mir geht es langsam auf die Nerven, dass jedes einzelne Mal, wenn sich Konzerne und Superreiche verspekulieren, wie wir das bei der Bankenkrise gesehen haben oder bei der Hypo oder egal wo, jedes einzelne Mal muss der Steuerzahler dann einspringen und zahlen in der Angst, dass sonst zu viel, das ist eine Frechheit. Nein, ich finde das eine Frechheit und ich finde es auch eine Frechheit, weil Sie das angesprochen haben. Aber das ist die Frechheit der Kreditvergabe. Da haben Sie vollkommen recht. Ja. Aber na, vor allem, weißt du, jemand, der in Niederösterreich oder im Burgenland oder in der Steiermark ein kleines Häusel kauft, vollkommen d'accord, muss nachweisen, dass er das bedienen kann. Er darf nicht. Nein, nein, vor allem Freches. Mittlerweile, Sie haben ja vollkommen recht. Das ist ja die Ursünde, die Sie gerade dargestellt haben. Währenddessen der Herr Schmauswaberl und die Frau Kirschenkern Anni zur Bank gehen und sagen, sie wollen ein Haus bauen. Sie sind 35, 36 Jahre alt. Das Haus kostet 300.000 Euro. Den Grund haben sie, mittlerweile kostet das Haus leider schon 500.000 Euro und das wird auch keine Villa, weil die Baukosten gestiegen sind. Und das Grundstück haben ihnen die Eltern geschenkt oder die Schwiegereltern. Dann sagt die Bank, Also, wir wollen mit dem vollen Geld in das Grundstück rein, dann legen sie uns noch die Hälfte im Bauvermögen, in Eigenkapital her und dann vielleicht einen Fixzinssatz kriegen sie auch nicht. Ja? Und dann, wenn sie einmal die Kreditraten nicht bedienen können, geben wir ihnen noch 3 Monate Zeit und dann schnupfen uns das Gebäude. Genau. Und der Herr Benko und die vielen anderen, er ist ja nicht allein. Das ist ja immer so. Es war ja der Elsner nicht allein. Es sind ja alle, die sind ja immer nur die Spitze des Eisberges. Genau. Die gehen her und sagen so, ich kaufe das Hotel Bauer in Venedig. Denkt sich jeder, boah. Ja. Ich kaufe das Empire State Building in New York. Chrysler Building, entschuldige. Ja. Denkt sich jeder, boah. Architektonisch sind sie es im Übrigen sehr ähnlich. Und der geht vorbei und sagt, wie viel wollen Sie? 1 Milliarde? 2 Milliarden? Gerne, Herr Benko, gerne. Komm, dürfen wir dann zum Dörgelein kommen und ein bisschen das Buffet leer fressen? Und meistens beteiligen sich die Banken an dem Schmäh. Aber ich komme zurück, was der Niki gesagt hat, folgendes Problem. Und darauf weise ich hin. Emotional verstehe ich vollkommen, was Sie gesagt haben. Da haben Sie ja vollkommen recht. Und das Problem ist, dass die Emotion uns weit wegbringt von der Realität. Und zwar warum? Wenn das wirklich stimmt, dass das Kreditobligo bei 15 Milliarden Euro liegt, und wenn das wirklich stimmt, dass große österreichische Banken die Hauptträger des Wahnsinns sind, dann sage ich Ihnen eins, österreichische Banken können nicht, wenn es 2, 3 Banken sind, nicht nonchalant 15 Milliarden ausbuchen. Da gebe ich Ihnen recht. Dann hast du ein Problem, weil das sind systemrelevante Banken. Aber du hast einen Immobilienbestand. Da gebe ich Ihnen recht. Du musst in Wahrheit, was passiert. Ja, Sie haben vollkommen recht. In Wahrheit müssen wir Folgendes machen. Wenn das nicht zu dem verwerten, wie in den Büchern steht. Du musst in Wahrheit Folgendes tun. Wenn das nicht gerettet werden kann durch Investoren. Ich hoffe es persönlich. Wissen Sie warum? Da hängen sehr viele tausende Mitarbeiter aus der Bauwirtschaft dran. Das wird ja alles gebaut. Das ist ja keine Spekulation. Weil Sie gesagt haben, er ist ein Spekulant. Nein, ist er nicht. Wissen Sie, was er macht? Er macht das, was jeder andere auch macht. Haben Sie zufälligerweise eine Wohnung, die Sie vermieten? Nein. Oh, gut. So, wenn Sie eine Wohnung hätten, ganz ein altes Prinzip, machen viele. Das ist jetzt keine Idee von Wolf of Wall Street. Ja? So, du kaufst eine Wohnung, die kaufst du auf Kredit. Nimmst dann Mieter eine, der Mieter bedient dir in Wahrheit die Kreditrate. Nach 20 Jahren oder nach 10 Jahren, nach 15 Jahren gehört die Wohnung dir und die Kreditrate ist in Wahrheit deine Pensionsvorsorge. Dann kaufst du die zweite Wohnung und bedienst, oder du kaufst die zweite Wohnung zur ersten, dann bedienst du beide Kreditraten und somit baust du das auf. Ich habe so viel Geld, dass ich mir solche Spielchen... Ja. Nein, Herr Dr. Parmene, ich weiß, Sie sind heute wieder im zerfressenen Lumpensack vor uns und Sie verdienen nichts und Sie wissen nicht einmal, was ein Privatschließen ist. Ja, ist genauso schauen Sie aus. Der Benko eigentlich wenig dafür, der hat einfach das System ausgenützt. Ja, logisch. Und das ist ein Systemproblem? Genau, das ist der Punkt. Und das wirklich Kriminelle, jetzt nicht in Bezug auf den Herrn Benko, sondern in Bezug auf solche Spielchen, auf solche diese Pervertierung des Raubtierkapitalismus ist ja, dass man die Nähe des großen Kapitals zur hohen Politik, das halte ich für das große Problem. Weil das führt dazu, dass auf der einen Seite, schauen wir uns an, wie viele Bankenprüfer gibt es in Österreich? Wie viele Abgabenprüfer gibt es in Österreich? Wie viele Menschen, die den Sozialbetrug, und ich rede jetzt nicht davon, dass jemand zu viel Arbeitslosigkeit
Arbeitslosengeld bekommen hat, sondern ich rede von einem wirklichen Sozialbetrug. Also die, die Menschen hackeln lassen, ohne sie anzustellen, und die versuchen, die Abgaben zu prellen. Da gibt es so gut wie überhaupt keine Infrastruktur. Da investiert der Staat so gut wie gar nichts. Da wurde sogar im Bereich der Finanz strukturell alles abgebaut, was dazu führen könnte, dass Reiche und Konzerne stärker überprüft werden, um zumindest das zu zahlen, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Auf der anderen Seite werden Arme immer mehr durchleuchtet und Arbeitslose, Mindestsicherungsbezieher, Pensionisten geradezu gequält vom Staat. Wenn es nur 1 Euro zu viel haben, nimmt man ihnen gleich die Sachen weg. Also das ist ein Ungleichgewicht. Und dieses Ungleichgewicht kommt nicht durch Zufall, sondern weil gerade Leute, die sehr viel Geld haben, eine sehr hohe, große Nähe, vor allem in Österreich, zur Politik haben. Und die bauen sich ihre eigenen Gesetze, die nehmen Einfluss auf Behörden. Nicht. Natürlich haben die... Nein. Nein, Sie stellen das als Regel dar. Das ist nicht die Regel. Schauen Sie, noch Einfluss auf die Politik nehmen? Der Herr Groß, Herr Dr. Ballmeier, es ist nicht die Regel. Das, was Sie jetzt dem Anlassfall zuschreiben... Politik? Nein, Herr Dr. Ballmeier, schauen Sie, der Matisch ist ja zum Beispiel, die Politik fürchtet wie der Teufel das Weib. Aber der ist eine Ausnahme gewesen. Da gibt es viele andere auch. Da gibt es ja viele andere auch. Das, was wir ja nicht sehen, ist das sogenannte... Schauen Sie, das, was wir nicht sehen... Nein, das, was... Die hat geerbt, Herr Dr. Ballmeier. Ich rede über Einfluss auf die Politik. Ich rede über Spenden von 49.000. Schauen Sie, wo liegt in Österreich das Kapital? Das österreichische Kapital liegt teilweise größtenteils im sogenannten arbeitenden Geld in der Industrie. Das heißt, das sind keine Spekulationsgewinne, sondern das sind Erlöse, die tatsächlich aus einer Werkschöpfung herauskommen, aus einer Werk- und Wertschöpfung herauskommen, nämlich aus der Industrie, aus der Arbeit heraus. Diese ganzen Industriellen und Unternehmer, die sind meistens das sogenannte gute alte Geld, wie man sagt. Das sind Bürgerliche in der dritten, vierten Generation. Ich will den Gedanken aufgreifen von Sebastian, wird das politische Auswirkungen haben? Weil was ja unbestritten ist, Da ist, dass der René Benko erste Kontakt zu Sebastian Kurz hatte. Danke für den Hinweis. Anscheinend auch einen Teil, sage ich einmal, dieser Millionen aus dem Nahostraum, aus Abu Dhabi, aus Saudi-Arabien. Ja, wobei, wenn das funktioniert, jetzt sage ich super, dann sollen sie uns wenigstens die Saudi zahlen, bevor der Betrieb in die Luft geht. Bin ich sofort dabei. Wir haben einen Gehwessler, der kauft das Blutgeld in Katar, beim größten Terrorstaat ein. Also warum soll ich nicht der Benkos in Saudi-Arabien ein Geld organisieren? Das ist ja aus der grünen Neigungsgruppe moralisch durchaus kompatibel, oder? Wieder Partei. Nee, ich muss es ja sagen. Herr Dr. Ballmeier, ich weiß. Schauen Sie, Herr Dr. Ballmeier, ich bin wie ein Akupunkteur. Ich treibe die Nadel ein und drehe ein bisschen. Herr Groß, bitte. Da ist der René Benko, das ist ein Milliardär, der sich auf unsere Kosten mutmaßlich jetzt... Machen wir es anders. Sind so Niki schön sachlich gewesen. Ja, aber es ist ja so. Wenn der René Benko sich in Saudi-Arabien aus der Patsche helfen lässt oder in Katar aus der Patsche helfen lässt, was ist der moralische Unterschied zu Frau Gehwessler, die Flüssiggas in Katar kauft? Einen moralischen Unterschied gibt es nicht. Was der Unterschied ist zwischen einem Milliardär, der sein Kartenhaus, wie Sie es nennen, die Republik, Geschäftsmodell... Die Republik, das Budget, das ist alles ein Kartenhaus. Wie bitte? Die ganze Republik ist ein Kartenhaus, ist zumindest politisch. Aber gehen wir zurück. Ja. Weil du gesagt, das ist eine politische Auswirkung. Natürlich. Ja. Schau, der René Benko ist in Wahrheit der Sebastian Kurz der Wirtschaft. Ein Blender. Ein bisschen blink-blink, ein bisschen geil, eine fesche Alte, ein bisschen eine Superjacht, ein bisschen VIP-Club in Kitzbühel, ein bisschen an Rolls-Royce fahren, ein bisschen Privatjet fahren und sich quasi tolle Sachen einkaufen, wie Chrysler Building, wie Hotel Bauer, wie Elbtower, wie Park Hyatt und alles drum und dran. Und rund um den Bereich, um ihn, haben sich irrsinnig viele Parvenus, emporkömmliche Zivilversorger, Verurteilte, alles Mögliche gefunden, die alle gesagt haben, und Politiker, aktive wie ehemalige Politiker, die alle gesagt haben, Alfred Gusenbauer, etc., die alle, wobei den möchte ich jetzt nicht beurteilen, den Alfred Gusenbauer, weil der klagt, wie ja die Frau Susanne Ries-Passer, die müssen sich das selber machen dann. Ja. Ich sage nur, wirtschaftlich waren es offenbar nicht erfolgreich als Beiräte, aber sei es drum. Die sind alle um dumm gestanden, die ganzen Kreise von Menschen, Politikern, haben gesagt, vielleicht fällt was an, vielleicht lädt er uns ein, vielleicht gibt er uns einen Hunderter. Ich kenne genug solche Leute, die kommen aus der Politik, sind in Wahrheit Zivilversorger, dann tun sie ein bisschen Immobilien verchecken oder was, das macht jeder, der Benko auch, und dann glauben sie, da springt für sie etwas ab. Ja? Und damit sichern sie sich Überleben, weil sie selbst keine Kraft mehr haben, ihr Leben neu aufzustellen, aus der Politik heraus. Und natürlich wird das untersucht werden müssen. Schau, in Österreich gibt es Klein- und Mittelbetriebe, es gibt auch Großbetriebe, es gibt Industriebetriebe, die leben alle nicht von der Politik. Damit sind wir beim Thema zurück. Die meiden in Wahrheit die Politik. Die wollen ja keine Fotos mit Politikern haben.
Für die sperrt am Wochenende, ich rede nicht von der Neigungsgruppe Türkis, für die, da bin ich ja nicht der Verteidiger, für die sperrt am Wochenende keiner zwischen die Weihnachtsfeiertage das Bezirksgericht auf fürs Grundbuch. Für die gibt es keine Steuernachlässe. Da erinnere ich mich ja doch an einen anderen sogenannten großen Unternehmer, wobei keiner weiß, was der produziert. Die meisten produzieren eh nur Geld. Ich habe ja eine hohe Wertschätzung von Unternehmen, die was produzieren, aber nicht von Leuten, die nur Geld verwalten. Das hat mich noch nie interessiert. Der hat einen Steuernachlass bekommen. Und jetzt haben wir das beim Benko auch. Da haben jetzt bei seinen ganzen Pleiten, Kicker etc., die Sozialversicherungsabgaben sind erbräut worden, die Steuern sind erbräut worden, alles muss ausgebucht werden. Wissen Sie, wovor ich Angst habe? Das ist wirklich meine Angst, dass wir Steuerzahler 15 Milliarden Euro an Haftungsschirm über 2-3 Banken geben müssen, weil die ihnen Kredite vergeben hat, die sie nicht hätten tun dürfen. Das verstehe ich, Herr Gross. Und meine Angst ist, wenn man den Banko jetzt schon wieder davon kommt, so haben sie auch recht. Wie die anderen. Ja, ja, dann macht Schule. Ja? Genau, und dann denken die sich, ja, sie können sich jedes einzelne Mal von uns retten lassen. Ja. Profite privatisieren, Verluste sozialisieren. Und das geht mir langsam wirklich bis dahin. Aber wie sehr spielt das Ganze deiner Meinung nach in die Politik hinein? Wie sehr betrifft es die ÖVP? Wie sehr betrifft es andere Parteien, Stichwort Gusenbauer auch? Na, ich glaube, wir müssen auf der einen Seite ableiten, wo gibt es Verflechtungen bis hin zu Korruption. Ich meine, das ist ja Gegenstand von Untersuchungen aller möglichen Art, Stichwort Finanzamt und Steuernachlässe und so weiter, zwischen Menschen, die sehr viel Geld haben, Konzernen und politischen Entscheidungsträgern. Das ist das eine. Weil ich glaube, das sollten wir uns wirklich ganz genau anschauen, wie viel Einfluss das Kapital tatsächlich auf die Politik hat und umgekehrt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir uns schon die Frage stellen, wie können wir dafür sorgen, dass solche Geschäftsmodelle, die dann potenziell auch andere Sektoren und letztlich die Staatskasse gefährden, in Zukunft im Keim erstickt werden. Also wie können wir dafür sorgen als Staat, dass diese auf Spekulation, auf Zinsspekulation ausgerichteten Modelle nicht überhand nehmen und so groß werden, dass man dann sagen, um Gottes Willen, too big to fail. Also da müssen wir schon Ableitungen daraus treffen. Ich fürchte nur, weil ich das in der Politik oft beobachte, dass die meisten nicht einmal verstanden haben, was das Geschäftsmodell von Benko ist oder war und deswegen auch nicht in die Möglichkeit kommen, da Regeln neue einzusetzen. Das ist ja recht einfach. Immobilienentwicklung. Schauen Sie, die Regeln haben wir in Wahrheit seit 2008. Es passiert dasselbe, was 2008 passiert ist, faule Immobilienkredite gehen in die Höhe. Das war ja der Ursprung der Finanzkrise 2008 und zwar in der USA-Immobilienbranche. Genauso ist es. Wir haben überhaupt nichts daraus gelernt. Wir haben in Wahrheit faule Immobilienkredite gegeben. Aber die waren an sich nicht faul. Ich bin jetzt nicht der Pflichtverteidiger von meinem Banker. Aber er hat in Wahrheit die Projekte, die er gemacht hat, sind keine uninteressanten Projekte. Das heißt, er hat keine Luftschlösser gebaut oder hat gesagt, irgendwas, oder was nicht darstellbar ist. Die Werte, die er hat, das zeigt mir auch Hoffnung, dass wenn es frisches Geld, ein Investorengeld reingibt, dass man in Wahrheit den Betrieb und die Arbeitsplätze rettet. Die Werte, die er gemacht hat, sind reale Werte. Die Grundstücke sind in Wahrheit die Filetstücke der jeweiligen Städte, die er sich gekauft hat. Aber auf Pump? Und die er entwickelt hat. Na, selbstverständlich ist es auf Pump, aber ja, hat keiner damit rechnen können, dass die Zinsen auf 7% steigen. Da kann er sich bei seiner eigenen Bundesregierung im Übrigen bedanken, die Inflation weggaloppieren hat lassen. Das ist ja auch ein Treppenwitz der Geschichte, dass es ausgerechnet seine Haberer waren, die beim Dörgerlin in der ersten Reihe gestanden sind, deren Politik in Wahrheit das gesamte Fiasko verursacht hat. Noch einmal, und die ganzen Politiker, die um sich geschaut hat, Ries Basser, Vulgo Hahn, die Ehefrau des ÖVP-EU-Kommissars, der Herr Gusenbauer, na, wirtschaftliche Leichten sind es offenbar keine. Ja, die sind ungefähr so wie die Stimmauszähler beim SPÖ-Partei, da können alle nicht bis 600. Das ist ein gutes, das ist ein gutes Stichwort. Nein, das ist ja so. Sozialisten haben noch nie wirtschaften können. Wir machen jetzt ein kurzes Werbeproblem. Sozialisten wirtschaften immer nur mit Fremdenparteitag. Dann sprechen wir den SPÖ-Parteitag am kommenden Samstag. In Wahrheit hat er keinen Sozialist, oder er hat sich mit zu viel Sozialisten umgeben. Wird Andreas Babler dort abschneiden, kurze Pause, gleich geht's weiter. Gebärdensprache, Andreas Babler, und das geht so. Heisch und wirklich kritisch. Live. Schönen guten Abend, willkommen zurück zum großen Finale mit Gerald Gross und Sebastian Born-Mehner am kommenden Sonntag, am 11.11. hat auch schon zu ein paar Scherzen geführt, findet der SPÖ-Parteitag statt. Andreas Babler stellt sich dort der Wahl erstmals alleine als SPÖ-Chef.
Dennoch könnte es sein, dass er nicht besonders gut abschneidet, obwohl es keinen Gegenkandidaten geben wird. Mit was rechnest du denn bei diesem SPÖ-Parteitag? Es gibt ja zwei Denkschulen. Die einen, die sagen, die SPÖ ist dann gerade vor so einem Wahljahr noch immer geschlossen genug, um dann halt vielleicht auch mit der Faust in der Hosentasche, aber dennoch für den Parteivorsitzenden zu wählen. Die anderen, die sagen, da wird es ein Streichkonzert aus dem Burgenland, aus Wien, vielleicht auch aus anderen Bundesländern geben. Was glaubst du? Naja, also für Konzert reichen die paar Hanseln aus dem Burgenland, glaube ich, nicht. Die können vielleicht eher eine kleine Einlage machen, aber wirklich relevant sind die nicht. Es sind auch für das bundesweite Ergebnis der SPÖ vollkommen irrelevant. Also der Hans-Peter Doskozil ist eine derart überbewertete Person jetzt politisch. Was nicht seine Arbeit im Burgenland betrifft, weil da habe ich nur Gutes gehört. Also ich höre, das, was er dort macht, ist Sozialismus in Reinkultur, das gefällt mir sehr gut, so mit sehr tollen Auswirkungen in der Landwirtschaft, in der Infrastruktur, in der Pflege und so weiter. Also das kann ich ihm nur Rosen streuen, aber ansonsten ist er, bitte entschuldige, er ist der Landeshauptmann von Burgenland. Ja? Bleib mal bitte bei dem, was ist, und die anderen Mitstreiter von ihm sind noch unwichtiger. Also für die Bundespolitik vollkommen irrelevant. Relevanter ist da schon Wien und die Frage, wobei Andi Babler in der Wiener SPÖ sehr viel Unterstützung erfährt, und ich glaube, wenn Michael Ludwig tatsächlich es freigibt, also sagt, liebe Mandatarinnen und Mandatare, stimmt so ab, wie ihr wollt, dann glaube ich, wird er sehr viel Rückhalt bekommen. Ich mache mir keine Sorgen, dass Andi Babler locker über 80% kommt, vielleicht kommt er sogar über 90%. Es ist eigentlich wurscht, weil wenn ich zurückerinnere an Bruno Kreisky, den Säulenheiligen der Sozialdemokratie, und der ja auch von FPÖlern und von allen eigentlich verehrt wird, der hat am Anfang auch ein sehr schlechtes Ergebnis gehabt. Oder Jörg Haider. Gut, aber der hat einen Gegenkandidaten gehabt. Aber ich meine, der Andi Babler hat auch einen fiktiven Gegenkandidaten, nur dass diese Gegenkandidaten so feig sind, dass sie sich nicht einmal trauen, dagegen zu kandidieren, sondern eher den Schwanz einziehen und dann wieder als Heckenschützen agieren, wie Pamela Rendi-Wagner das so schön auf den Punkt gebracht hat. Die SPÖ, schau, ich mag den Andi nach wie vor. Ich finde, der Andi Babler ist nach wie vor jemand, dessen Programmatik mich überzeugt. Ich glaube, er ist auch jemand, und das sehen wir an der Schnappatmung, nicht so sehr von den Rechtsextremen, sondern vor allem von den Neoliberalen, dessen Agendasetzung genau auf dem Punkt ist. Also wenn er sagt, das, was auch Sie und andere Kryptokommunisten in der FPÖ in den letzten Monaten gefordert haben, nämlich mehr staatliche Eingriffen, machen wir endlich einen Preisdeckel da, machen wir einen Preisdeckel da, machen wir einen Zinsdeckel da, ist genau, was er sagt. Er sagt, und das ist wirklich mutig und aus meiner Sicht auch folgerichtig, wenn die Inflationsrate über 2% kommt, dann sollte der Staat, und zwar unabhängig davon, ob die neoliberalen Neos, die neoliberale FPÖ oder die neoliberale ÖVP an der Macht gerade ist, gezwungen werden einzugreifen. Das halte ich für goldrichtig, und ich glaube, das ist mehrheitsfähig. Jeder in Österreich findet, dass, wenn die Inflation galoppiert, dass der Staat eingreifen sollte und nicht, so wie er es jetzt in den letzten Monaten gemacht hat, einfach durch die Finger schauen und sagen, das sind die freien Märkte. Also das ist aus meiner Sicht ein total goldrichtiger Ansatz. Genauso wie im Bereich der Vermögensteuer. Es ist vollkommen absurd, dass wir in einem Land leben, wo Menschen, und das sind hunderttausende Menschen, die zum Teil zwei oder drei Jobs machen müssen, mit ihrem Einkommen nicht mehr über die Runden kommen, während andere wie Könige von dem leben, was Generationen vor ihnen erwirtschaftet wurde und steuerfrei vermittelt wurde. Das sehe ich doch nicht ein. Ich sehe nicht ein, dass jemand, der unter Napoleon 1000 Hektar Wald geschenkt bekommen hat, im Jahr 2023 immer noch wie ein König davon lebt. Das ist doch krank. Also in was für einer Welt leben wir denn bitte? Und dass der Andi Babler das anspricht und sagt, wir brauchen gerade jetzt in einer Teuerungskrise eine neue Verteilungsgerechtigkeit, halte ich für goldrichtig, und er ist übrigens der Einzige, der das macht. Er hat damit ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Und deswegen glaube ich, wenn Andi Babler jetzt den notwendigen Rückhalt bekommt, und das ist in Wirklichkeit 50+1, der braucht nicht 95%. Es reicht, wenn er die Mehrheit bekommt. Wenn er diese Rückenstärkung jetzt bekommt und am Parteitag auch zentrale Punkte seines Programms umsetzt, wie zum Beispiel Direktwahl des Vorsitzenden, sehr mutig meiner Meinung nach, und auch die einzige Partei in Österreich, die das dann macht. Also wenn er solche Sachen umsetzt, dann wird er, glaube ich, mit einer guten Kampagne nächstes Jahr locker über 25, vielleicht sogar auf 30% kommen. Was ich total kritisch sehe, und das habe ich in den letzten Sendungen auch immer wieder formuliert, und da bin ich tatsächlich extrem ungeduldig, und diese Ungeduld hat sich nicht geändert im Vergleich zur Vorwoche, er muss seinen eigenen Laden endlich in den Griff kriegen. Das kann nicht sein, dass da offensichtlich immer noch Leute in der Parteizentrale hocken, die was machen, aber die immer noch bezahlt werden aus Parteigeld oder aus Steuergeld oder keine Ahnung, letztlich ist alles Steuergeld. Und er nicht einmal diesen Apparat richtig im Griff hat. Also der arbeitet ja in einer Kleinstgruppe und ist deswegen auch sehr stark in seinen Handlungen limitiert. Und ich glaube,
was der Andi Babler direkt nach dem Parteitag, und das ist ja schon in ein paar Tagen, machen muss, ist. Und natürlich, je stärker die Zustimmung von den Delegierten ist, umso stärker kann er auch durchgreifen. Aber er wird durchgreifen müssen. Der muss dieses morsche Gebäude, Parteiapparat, endlich neu aufbauen. Wie soll er durchgreifen? Wie stellst du das vor? Indem er ein paar Leute mal endlich raushaut. ZB also, im Doskozil, oder was? Nein, ich meine nicht die Funktionärsebene, ich meine auf der Mitarbeiterebene gibt es ja tatsächlich Leute, die seit vielen Jahren da drinnen sitzen und die ganze Zeit durch wirklich formvollendete Inkompetenz oder einfach Nichtanwesenheit glänzen. Da gibt es genug weiße Elefanten, die da rumrennen, nicht nur in der SPÖ, auch in der Gewerkschaft und in anderen sozialdemokratisch nahestehenden Organisationen, wo ich mich frage, warum dürfen diese Leute fettgemästet von unserem Geld, zum Teil sind es ja Zwangsbeiträge wie bei der Arbeiterkammer, zum Teil ist es Steuergeld wie bei der Partei oder wie beim ÖGB, da sehe ich nicht ein, warum wir das mitfinanzieren sollen. Ich glaube, wenn der Andi Babler das ernst nimmt, was er meint, nämlich eine linke neue Kraft für Verteilungsgerechtigkeit zu sein, dann darf er auch nicht wegschauen, wenn wie in Wien manche Leute sich einen Vorteil rausholen aus ihrer Machtposition, Stichwort Kleingarten, oder wenn manche Bonzen seit Jahr und Tag auf ihren Mandaten hocken und glauben, das ist eine Erbpacht. Also das ist meine Kritik an der SPÖ. Ich sage ganz offen, ich würde wahnsinnig gern die SPÖ nächstes Jahr wählen. Bei den EU-Wahlen werde ich es mit Sicherheit nicht wählen, weil, entschuldige, bei der Liste mit Andi Schieder und abwärts mit Sicherheit nicht. Da hoffe ich auf eine starke Liste bei den Grünen, schauen wir vielleicht auch bei der KPÖ, aber das sicher nicht. Aber bei den Nationalratswahlen, es war halt wirklich schön, wenn ich die SPÖ bei den Nationalratswahlen wählen könnte mit einem Andi Babler an der Spitze und hoffentlich einem starken Team dahinter. Kann ja noch alles passieren. Ich glaube, dass der Parteitag diese Woche nicht so wichtig ist, wie manche das gerne machen. Ich glaube, wenn er 75% bekommt, ist genauso schön, wie wenn er 80 oder 85 bekommt. Wenn er über 90 geht, dann wäre das eine unglaublich starke Demonstration dessen, dass die Kritiker, die im Vorfeld des Zweikampfs Doskozil-Babler schon gesagt haben, der geht unter, sich wieder mal irren. Wenn er unter 70% geht, dann hat er ein Problem. Dann wird er innerparteilich ein größeres Problem haben. Es ändert meiner Meinung nach aber nichts an der Richtigkeit seiner Forderungen und es ändert vor allem nichts an der Notwendigkeit einer starken Sozialdemokratie in Österreich. Gerald, Andi Babler. Ich bin ausnahmsweise Ihrer Meinung, Herr Dr. Bornmänner. Wir brauchen eine starke Sozialdemokratie, weil wir brauchen viel mehr Kleingärten in Österreich. Wirklich. Also Österreich soll das Kleingärten. Hätten Sie auch gerne haben, gell? Nein, ist in Ordnung. Also und vor allem, wir brauchen die soziale Gerechtigkeit, die Sozialdemokratie meint. Das Studio steht in Wien. Wir haben in Wien es mit einer Partei zu tun, die diese Stadt seit 45 im Alleingang regiert. Und selbst der jetzige Neos-Mehrheitsbeschaffer in Wien ist ein Appendix, man würde sagen, ein Blinddarm. Ja, was haben Sie von den Neos erwartet? Der das Handel aufhalten kann. Nein, entschuldige, was sollen und die Neos machen? Und wir sehen, dass all diese sozialen Errungenschaften in Wien wirklich für Österreich übertragbar sind. Ein bisschen Nepotismus, ein bisschen Postenschacher, ein bisschen überhöhte Gehälter, ein bisschen Versorgungsposten in der Parteizentrale, gestiegene Stromkosten, gestiegene Mietkosten, kein sozialer Ausgleich, Stichwort Räuber, Rathausplatz, wie Dominik Meppier plakatieren lässt und wo er nicht Unrecht hat. Und nicht zuletzt ein bisschen Korruption bei den Kleingartenvereinen. Also da bin ich wirklich der Meinung wie Sie, Österreich braucht mehr Sozialismus wieder, weil bisher hat es ja offenbar nicht dazu gereicht, dass die Schmerzgrenze so wird, dass man die Pestfägel endlich unter 10% drückt. Wenn es eine Neuauflage gibt in aktiver Wählerbetreibung, ich glaube, das kann wen Andreas Babler. Pestvögeln? Sehr gut. Herr Dr. Bornmänner, schauen Sie, was ist die Ausgangssituation? Die Sozialdemokratie macht am 11.11. pünktlich zum Faschingsbeginn ihren Parteitag. Ja, ich wünsche Ihnen ein herzliches Freundschaft, dicht gefolgt von einem sehr herzhaften Leilei. Ja, also. Der Herr Doskozil kommt nicht einmal mehr. Die Burgenländer werden in einer geheimen Abstimmung gegen ihn stimmen. Selbst der Herr Ludwig ist dem Herrn Babler überdrüssig geworden. Der will nicht einmal mehr in seinem Präsidium mitspielen. Da handelt es sich aber bei der Wiener SPÖ zweifelsohne nicht um die burgenländischen Frösche und Gelsen, die man als solches heruntertodeln kann, sondern immerhin, würde ich sagen, um die stärkste Landesgruppe. Und der Wanderprediger aus Kärnten mit dem Namen Kaiser, der gerade 10% bei der Landtagswahl verloren hat, der erklärt, ich hoffe auf Geschlossenheit, ich hoffe auf Geschlossenheit. Und jetzt rucken sie alle auf und halten das Bett. Wir hoffen auf Geschlossenheit. Herr Dr. Bornmänner. Was wir ja doch sehen, ist auch historisch zur jetzigen Zeit durchaus richtig, in der SPÖ den Kampf der palästinensischen Befreiungsfront gegen die Befreiungsfront Palästinas. Das ist in Wahrheit so. Dieser Keim der Intrige ist weiterhin drinnen. Die mächtigsten Landesgruppen haben in Wahrheit einen Deckel gegeben. Der mächtige Bürgermeister aus Linz, einer der letzten Landeshauptstädte, die noch sozialdemokratisch geführt werden, Klagenfurt nimmer, Graz nimmer, ja, Wien halt noch. Ja, aber damit war es eh schon putzt. Innsbruck auch nicht mehr, Bregenz auch nicht. Also, pff,
ist eh schon schwierig dafür, dass einmal die Städte sozialdemokratisch waren. Der erklärt ihm die 32-Stunden-Woche, die kann er sich einmagerieren. Er selbst erklärt heute in den Anträgen, dass die 32-Stunden-Woche er eh nicht mehr so genau meint. Über die haben wir auch schon mal gestritten, Herr Dr. Bornmänner. Also, ich würde sagen, das ist alles nicht mehr ein sehr gutes Bild. Dann hust er seine Funktionäre los, den Herrn Mateschitz Junior und die Frau Swarovski deswegen zu kritisieren, weil sie mit versteuertem Geld auf Urlaub waren und er fährt mit Steuergeld auf Zypern auf Urlaub. Einer der größten Geldwäscheplätze Europas, Zypern im Übrigen. Also, das schaut alles nicht gut aus. Das erinnert mich so an die Pamela Joy. Wahrscheinlich war er eh nur, er hat geglaubt, er ist am Gänsehäufel. Das ist wie bei der Pamela Joy. Das bei Cesolo hat sie den Blinker ausgegeben, rechts, ja, und dann ist er noch mal 1000 Kilometer bis nach Saint-Tropez weitergefahren und dann ist erst abbogen von der Autobahn. Er hat geglaubt, der Pablo hat 30 Kirchen, jetzt fahren wir aufs Gänsehäufel auf dem Urlaub. Dann ist er falsch abbogen, ist in Schwächer zufälligerweise in ein Flugzeug gestiegen, das zufälligerweise dort war und in Zypern ist aufgeschlagen, das ist ja gar nicht das Gänsehäufel. Ich weiß, dass Zypern jetzt nicht der Ort der Superreichen ist. Also im Gegensatz also zu ich weiß, dass in Zypern das meiste Schwarzgeld Europas, vornehmlich russischer Prominenz, in Zypern gewaschen wird und nach Europa aber rein. Ich weiß nicht, was er dann dort gemacht hat, aber ist ja vollkommen wurscht. Schauen Sie, macht auch kein gutes Bild. Für den großen, der Lenin ist nicht nach Zypern gefahren. Der Karl Marx ist nicht nach Zypern gefahren. Die haben Kartoffeln gefressen und Topfen gefressen. Das waren anständige Kommunisten. Und dann kommt der Schmalspur Che Guevara. Natürlich, da kommt man drauf, dass er bei der palästinensischen Befreiungsarmee zu demonstrieren gegangen ist. Free Palästina vor 30 Jahren. Dass sein bester Haber der ist, der die antisemitischen Demonstrationen macht, hat sein Softler nicht mehr im Griff. Der ganze sozialistische Antisemitismus kriegt ihm aus dem Hintern raus. Okay. Und jetzt will er auf den Parteitag gehen. Einem Franz Franitzky wäre das nicht passiert. Und wenn Sie nur einmal den Babler mit wem vergleichen, dann vergleichen Sie ihn von mir mit dem Gusenbauer. Also eine verwackelte Gestalt aus Niederösterreich. Aber bitte nie mehr mit dem Herrn Kreisky und schon gar nicht mit dem Herrn Haider. Es ging hier um den Parteitag und mir geht's da. Der Jörg Haider hat den Steger als Gegenkandidaten. Ja, das war ganz erstorben. Der Babler hat sich selbst. Und es ist schwierig genug. Da hat er nicht, was wissen Sie ganz genau. Na was denn? Babler, außerdem wissen Sie was. Herr Kost, vor zwei Wochen sitzen wir da in dem Ding. Da schießen Sie den Babler durch Sonne, Mond und Sterne. Was ist in den letzten zwei Monaten passiert? Ich erkläre es Ihnen. Zwei Wochen. Eine Woche. Ist schnell gegangen, die Überweisung, oder? Also ich erkläre es Ihnen, Herr Kost. Schweigegeld bekommen. Ich sage Ihnen, wogegen der Babler kandidiert. Weil wir sind ja hier, Herr Kost, wir sind ja hier, um politische Analysen zu machen und nicht, um uns gegenseitig fertig zu machen. Nein. Also ich bin ja als politischer Analyst. Sie sind auch weltbekannt als brillanter politischer Analyst. Nein, aber jetzt kommt es. Lassen Sie mal reden. Also jetzt kommt es. Aufpassen. Ja, aufpassen. Also, der Andi Babler kandidiert gegen die Reformunwilligkeit der SPÖ-Bonzen. Der Andi Babler wird deswegen von Michael Ludwig nicht offensiv unterstützt, weil er einen wirklichen Tabubruch begeht, nämlich er will das einfache Parteivolk wieder einbinden in die Parteiausrichtung. Er sagt, ich möchte abstimmen über den Koalitionspakt, ich möchte abstimmen über den Vorsitz. Er möchte, dass die Partei mit ihren 150.000 Mitgliedern, und Sie können die alle als Bestvögel bezeichnen, ich finde das eine Frechheit von dergleichen, obwohl ich nicht SPÖ-Mitglied bin, aber Sie können machen, was Sie machen wollen, Herr Kost. Mache ich. Aber er ist jemand, der sagt, ich möchte eine SPÖ der Offenheit. Ich möchte eine SPÖ, wo nicht irgendeine Klickenwirtschaft herrscht, wo nicht irgendein Elitendenken herrscht, wo nicht man irgendwie über drei Generationen verhabert sein muss, damit man irgendwann mal in die Nähe von einem Mandat kommt, sondern ich möchte, dass alle Menschen, die sich der Sozialdemokratie, egal ob dauerhaft oder temporär zugehörig fühlen, auch Teil des Kurs bestimmen. Und ein Stück des Weges mit der Sozialdemokratie. Ja, ganz genau. Dafür steht er. Und ich verstehe total, dass da manche Leute in der SPÖ gibt, vor allem diejenigen, die auf diesen nepotistischen System groß geworden sind und die gut davon leben, dass sie Teil der Klickenwirtschaft sind. Das ist einer der Grund, warum ich aus der Klickenpartie ausgestiegen bin, weil ich keinen Bock mehr habe auf solche Leute, die sich die ganze Zeit nur selbst bereichern und ihren Freunden irgendwelche Aufträge zuschustern. Also gegen dieses System kämpft er an. Und es kann natürlich sein, dass das Establishment, dass die Parteieliten, dass diese Bonzen und ihre willfährigen Gehilfsleute jetzt am Parteitag dem Andi Babler eine Abfuhr erteilen und sagen, na, wir wollen nicht, dass du das System reformierst. Aber ich möchte nur sagen, der Andi Babler macht etwas, was alle anderen Parteiobleute, egal welcher Partei, auch in der Geschichte noch nie gemacht haben. Er versucht, eine politische Partei zu demokratisieren. Und ich finde, das ist wirklich nötig und verdient meine Unterstützung. Ja.
Auch wenn ich ihn kritisiere, nein, darum, aber Sie haben recht. Apparat und nicht genug. Aber jetzt müssen Sie mir etwas erklären. Ja. Sie sagen, er tritt an gegen die Posten, gegen den Bonzen, gegen die Postenschacherei und die Klickenbildung. Genau. Der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Österreichs, der zugleich Gemeindebediensteter ist, Bürgermeister der Stadtgemeinde Dreiskirchen und Bundesrat der Republik Österreich ist, tritt gegen das Sponsenwesen auf. Hat vier Funktionen. Hat er nicht. Jagdbechtel ist auch noch. Nein, die fünfte. Ist Gemeindebediensteter. So, das stimmt. Herr Dr. Bormena, er weiß. Herr Dr. Bormena, der Mehrfachfunktionär, die Visitenkarten in der Größe gibt es gar nicht für alle seine Titel. Da brauchst du einen A3-Zettel bald, ein Plakat. Ist halt ein sehr engagierter Mensch. Der erklärt, er tritt gegen die Bonzen an. Okay. Herr Gross, wenn einer vier Funktionen, Herr Dr. Bormena, wenn einer vier Funktionen in der SPÖ hat, dann gilt er klassisch als Bonze. Ja, wissen Sie, so, wie viele Funktionen er hat? Aber jetzt wird es noch besser. Und dann sagen Sie, er tritt gegen die Klickenwirtschaft an. Seine eigene Frau ist Stadtparteivorsitzende in Dreiskirchen. Ja. Und Gemeinderätin unter ihm als Bürgermeister, ja, hat auch noch ein paar Funktionen in der SPÖ und Sie gehen her und reden von Klickenwirtschaft. Ja. Ja, das nennt sich Family Business. Wieso? Sozialdemokratisches. Der Alte hat gleich fünf Funktionen, kassiert dreifach, die Alte hat auch Beschäftigung. Wie nennt sich das? Das ist also, der Sozialismus, wie ich ihn in den 90er Jahren kennengelernt habe. Und gemeinsam gehen sie auf Fasanenjagd in der Jagdpacht oder was. Und dann kommt der kleine Che Guevara für Arme da und sagt, ich bin für die Armen. Ich habe nur eine Funktion. Ich spende alles Geld. Wissen Sie, was das Geheimnis von der kleinen Hamas-Mama aus Graz ist, von der Frau Elke K.? Dass die tatsächlich das ehrlich meint, zumindest was das Geld betrifft. Der meint es ja nicht ehrlich. Der ist ja nur ein kleiner, verdatterter Bonze aus Dreiskirchen, der genauso viel haben will wie die großen Bonzen aus Wien. Nein, und deswegen jetzt hat er genauso viel. Und dann fährt er mit nicht versteuertem Geld, wie Mateschitz oder Swarovski, sondern mit Steuergeld, nämlich mit meinem. Fährt er nach Zypern. Wie kommt doch, dass er mit Ihrem Steuergeld dorthin fährt? Naja, der Politiker bekommt mein Steuergeld. Also es ist mein Steuergeld. Der Mateschitz versteuert Geld und mit dem versteuerten Geld, wie wir, fahren wir auf Urlaub. Das ist unsere Sache. Der kassiert nur Steuergeld. Ist der Herr Dreiskirchner Bürgermeister in der Privatwirtschaft tätig? Seitdem der auf der Welt ist, hat er nur die Hand offen und schaut, dass irgendein Steuerzahler immer Geld finanziert. Zahlen Beamte und Politiker keine Steuern? Viel zu wenig. Ja, sehe ich auch so. Normalerweise müssten solche Bestvögel etwas dafür zahlen, dass sie die Funktionen haben. Herr Gross, wissen Sie, was mir auf die Nerven geht? Bestvögel. Schon wieder. Na, ja, erstens Bestvögel, das geht mir extrem auf die Nerven. Alle Sozialdemokraten zu beleidigen, finde ich eine Freche sondergleichen. Und dann gleichzeitig so wehleidig sein, wenn ein Journalist in Bezug auf die Bierzeltbesuche der FPÖ etwas sagt und dann gleich weinen. Ich finde, Wählerbeschimpfung war noch nie gut. Nein, aber sozialdemokratische Mitgliederbeschimpfung, die ist leiwand. Nur Funktionäre. Ich beschränke mich nur auf Funktionäre. Nur Funktionäre. Die einfachen Mitglieder, ich bin auch lange Zeit ein sehr einfaches Parteimitglied gewesen, sind mir alle sympathisch. Ja, okay. Aber dann finde ich das gut. Vollste Sympathie für einfache Parteimitglied. Aber der Punkt ist der. Der Andi Barb, bleiben wir bei den Fakten. Es reicht, Herr Kunz, wenn wir über die Fakten reden. Bürgermeister, Bundesrat, Parteivorsitzender. Als Parteivorsitzender bekommt er keinen Cent. Ja, das ist ein Ehrenamt. Woher wissen Sie das? Na, weil ich es weiß. Weil das, der Parteivorsitz jetzt letztes Mal nicht einmal gewusst, dass er Jagdpacht hat. Nein. Haben Sie da bestritten? Auch das steht nicht. Zeigen Sie mir die Beweise. Lügen und das hat er im Sommergespräch sogar bestätigt. Dass er eine Jagdpacht hat oder dass er jagen geht? Nein, eine Jagdpacht hat er. Also, dass er jagen geht auf jeden Fall. Dass er jagen geht. Natürlich hat er Jagdpacht. Da macht er wahrscheinlich Fasanenjagd mit den Industriellen. Davon weiß ich nichts. Die ihr Geld auch in Zypern haben. Vielleicht mit ein paar Russen. Also, ganz ehrlich, ich halte die Jagd per se nicht für problematisch. Ja, nicht. Für die Trophäenjagd zum Beispiel für hochproblematisch. Ja. Aber wie auch immer, bleiben Sie beim Thema. Glauben Sie, das Thema ist, Herr Kost, das Thema ist folgendes. Der Parteivorsitz ist ehrenamtlich, sein Bundesratsgehalt spendet er. Ja. Das heißt, sein einziger Bezug ist der des Bürgermeisters und ich glaube, damit liegt er ungefähr bei einem Drittel von dem, was der Herbert Kickl verdient. Wie viel spendet der Herbert Kickl, Herr Gross? Wie viele Funktionen hat der Herbert Kickl? Wie lange ist der Herbert Kickl eigentlich schon in führenden Funktionen, in Hochbezahlten tätig? Was hat der Herbert Sie Kickl gemacht, als der Christian Strache alle möglichen Skandale Herr produziert hat? Was, also, verstehen Sie, was mir nicht gefällt, nicht ich sage Ihnen was. Sie wollen Freund Babler, den heiligen Säulenheiligen der Sozialdemokratie, den Sie genauso verehren wie den Bruno Kreisky, jetzt wirklich mit dem Herbert Kickl, mit dem Gott sei bei uns vergleichen. Ja. Also Sie wollen nur, um den Babler, den kleinen anpotzten, ausgefressenen Bonzen reinzuwaschen, ziehen Sie jetzt Vergleiche mit Herbert Kickl. Herr Dr. Bormena, Sie werden ja pfiffig am Ende. Also jetzt ist der Kickl schuld, dass es den Babler gibt. Jetzt uns auch noch übergewichtige beleidigen, jetzt hören Sie mal. Naja, ich zahle es mit Versteuerten, mein Bauch eher mit Steuergeld. Das ist immer der feine Unterschied.
groß. Auch der frisst die Buffets in der Löwenstraße. Ich muss mir selber zahlen beim Spar. Ja, so ist es. Ich zahle 50% Steuer, der verbrennt mehr Steuergeld. Ja, ja. Und am Ende will er noch mehr Steuergeld haben. Ja. Der will noch mehr Steuern haben. Ja. Und der beste Geschichte von ist, Ihnen, ja? Und das beste Geschichte ist, er möchte Schleuserkanäle nach Europa haben. Also als ob man von den Antisemiten nicht genug haben, will er noch mal 60.000 im Jahr einhalten. Ja, schauen Sie sich den Parteitagsantrag an. Was ich lustig finde, offensichtlich, weil es ist sowohl... Ja, wir haben alle Angst vor dem Babler. Ja, ja. Also die Kampagne, die ich vor allem Herr in den Medien lese. Nein, lassen Sie mich ausreden. Glauben Sie wirklich, ich habe Angst vor dem Babler? Herr Groß, ich sehe eine Kampagne... Ich glaube, jetzt machen Sie alle lächerlich. Ich erkenne. Ich erkenne das Gleiche, was in den 90er Jahren bei Jörg Haider war, ist jetzt bei Andi Babler. Ja, ja, natürlich. Um Gottes Willen. Achtung, Willenbesitzer des Landes. Andi Babler will euch das Geld wegnehmen. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Das ist doch lächerlich. Ich war zum Christian Kern und zu Pamela Scheurer in die Wagner um einige Schürcher, als ich zum Babler bin. Das stimmt ja nicht. So, und noch einmal, verwechseln Sie nicht einen Kampf oder eine Kampagne, Prinzessin Glaskin, verwechseln Sie doch nicht einen Kampf, eine Kampagne, Gegnerschaft mit lächerlich machen. Schauen Sie, der Herr Babler ist kein Gegenstand für eine ernsthafte politische Auseinandersetzung. Das haben selbst Sie vor zwei Wochen erkannt. Er ist Vorsitzender der Partei, die in den Umfragen 25% hat, die 150.000 Mitglieder hat. Wissen Sie, wo er die Umfrage macht? Drittel aller Bürgermeister bestellt. Ich weiß, die lassen da bei Ogris machen und die sammeln am Zentralfriedhof die Ukraine ein mit ihren Anschleifen. 24, 25, 25. Herr Groß, das ist auch zum Kreis. Nein, das ist mir jetzt nichts. Ja, ja, nein, das ist auch zum Kreis. Du, schau. Das ist mir wirklich wichtig, ich habe mir das extra ausgedruckt. Schau, da kommen sogar die Flunsen mit. Also, Sonntagsfragen Rotarten. Schon von Start ist die Geschichte. Sonntagsfragen Rotarten, La Sarsfeld, das ist bitte einer der renommiertesten. Wo liegt die SP? Pass auf, dass ich sie in den Anbauzen von lauter Lachen. Aber ist vollkommen. Also, wo steht da? SPÖ in den Rotarten, 17% legt 1% zu, FPÖ bei 23% baut 2% ab. Also sehen wir eines. Nicht böse, so schlecht kann der Babler nicht unterwegs sein. Herr Dr. Ballmeiner, wissen Sie, was bei der Umfrage ganz spannend ist? Die andere mit 30%, das wäre die stärkste Partei. Da? Sie nicht andere. Wähler, oder? Nein, andere. Ja, sind nicht Wähler. Andere. Erklären Sie mal, wer die anderen sind. Nicht-Wähler. Nein, nicht-Nicht-Wähler, andere. Ja, die deklarieren Sie nicht in Rotarten. Also. Also, okay. In Wahrheit stellen die anderen den künftigen Bundeskanzler und deswegen heute... Der Andi Babler hat mehr als die ÖVP und mehr aus den Rotarten. Machen Sie was anderes. Nehmen Sie in der frühen Nachtschirm, rühren Sie dreimal umschauen Sie eine, dann haben Sie wahrscheinlich bessere Daten als mit dem Schatz. Also das glaube ich nicht, weil das glaube ich auch nicht. Wir haben ja alle so eine wunderbare Historie mit Umfragen in der Republik. Bitte auch. Nein, das ist ernst zu nehmen. Also ich schaue mir jede Woche die Umfrage der Woche von Ö24 an, weil das sind die einzigen. Ich befürchte was anderes. Sie sind der einzige Gesprächspartner von dem Umfrageinstitut. Erstens. Der zweite. Und wenn Sie nicht erreichbar sind am Telefon, wird es am Zentralfriedhof rund ums Kreis geklaut werden. Also nichts gegen die Lasersfeldung. Nein, ich behaupte das Gegenteil. Die Sendungen am Donnerstag. Jetzt machen wir eine kurze Werbepause. Liebes Grüße aus der Gruft. Für heute sind wir am Ende. Sind wir schon wieder am Ende. Angelangt. Immer wenn spannend wird, rat er uns ab. Das ist unfassbar. Eventuell auch am Samstag, wenn wir zum Parteitag mit... Ja, bin ich live zugeschaltet. Und jetzt geht's ab in die Werbung.